So, ich glaube, wir müssen auch gleich noch ein bisschen das Audio einstellen, weil ich glaube, das Spiel einfach zu laut ist. Hast du gehört? Ja, ist wahrscheinlich nicht mehr gut. Sehr stark. Das hat mich meine letzten Kraftreserven gekostet. So. Warum geht er wieder auf 30 Frames runter? Oh, ich verstehe das alles nicht. CPU-Auslastung 1%, das kann ja wohl nicht sein. Achso, warte mal. Jetzt gleich ändern. Ich stelle das nämlich mal wieder auf andersrum ein. So. Okay. So. Das müsste von der Lautstärke her passen. Nice. Und auch konstante 60 Frames. Dann passt das. Top, die werde ich. So. Top, die fette grillt. Die sowieso immer. Bei dem wird ja nächste Woche wieder wärmer. So, später mal. Passt damit. So, Leute, herzlich willkommen zu einem Wimmelbildspiel. Vertrag mit dem Teufel, so heißt es nämlich. Ich habe da die Merle dabei. Okay, jetzt geht die Frames da wieder runter. Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Also mit den Frame-Zahlen. Wir hatten nämlich letzte Woche mal probiert, Dark Souls 2 aufzunehmen. Da hatten wir das gleiche Problem. Aber bei Wimmelbild muss das jetzt einfach so sein. Da ist das einfach so. Und da starten wir jetzt einfach. Feuer frei. Wuhu. Oh. Ich bin jetzt schon verliebt. Oh, also wie schwer wollen wir denn spielen? Wollen wir schwer machen? Nicht, dass wir sind schon. Also wir sind übrigens FBI-Leute. Ja, da steht's. Genau, da sind wir beide. Also er braucht die Aufschrift nicht, weil da weiß man es eh schon. Das brauchen wir nicht. Es ist der Briefträger, meine Dame. Da ist ein einiger Brief für Sie, auf dem handschriftlich persönlich steht. Wo hält er den denn? Brief? Um diese Uhrzeit? Seltsam. Von wem? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, Sie werden alle Antworten in dem Brief selbst finden. Gut, ich danke Ihnen. Liebe Sonja, erlaube mich dir vorzustellen. Mein Gott. Mein Name ist John McGray. McGraw? Oh mein Gott. Ich muss dich über etwas sehr Wichtiges informieren. Ey, halt, stopp! Nein! Ja, wir spielen auf schwer. Da geht die Schrift schneller weg. Das ist auch lesen schwer. Hast du den Rest des Briefs durchgelesen? Nein. Gut, ich auch nicht. Ihr könnt ja Pause machen, wir wissen das nicht. Wir spielen halt Hardcore, wir wissen einfach nicht Bescheid. Ja, so gehört sich das. So, ich habe tatsächlich noch nie so ein Wimmelbildspiel gespielt. Oh. Lisa und ich sind dankbar für deine Einladung, John, aber lass es mich auf den Punkt bringen. Was ist das für ein Geheimnis um Lisa? Liebe Sonja, darum habe ich dich eingeladen, aber alles zu seiner Zeit. Wir haben Rollen getauscht, ups. Ja, irgendwie schon, hä? Verdammt. Nee, du, das ist Lisa, aber... Ah, ich bin Sonja. Egal. Ja, aber, nee, hä? Tu mir einen Gefallen, siehst du den Spiegel hinter mir? Schau hinein, du bist so hübsch anzusehen heute. Sei nicht schüchtern, ich bitte dich. Okay, John, wenn du darauf bestehst, aber nur um dir einen Gefallen zu tun. What the fuck? Das ist alles sehr creepy. Würdest du im Spiegel gefangen oder so? Oh nein, oh mein Gott, was ist das? Sie sitzt einfach nur ruhig da. Mit seelenloses Kind. Oh. Mama, ah! Lisa, meine Tochter! Ah, das heißt, sie sind zu dritt gekommen. Fadi, Tochter und Mutter. Und ich bin der John, oder nicht? Der die eingeladen hat. Ich bin der John. John! Und John ist auch verschwunden. Was geht hier vor sich? Was? Und wer ist das? Kobold. St. Patrick? Immer. Der ist vorbei. So. Okay. Wo du gesagt hast, St. Patrick ist vorbei, müsste direkt an Lord of the Weed denken. Ja. Wacken ist vorbei. Spaß. So, wir sind jetzt hier direkt im ersten Bild. Kann das sein, oder? Jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja. Soll ich ihn mal anklicken? Klick ihn mal an. Hallo Sonja, ich bin ein Irrwicht und ich wohne seit Anbeginn der Zeit hier. Du musst dich beeilen, wenn du Lisa retten willst. Sie schwebt in großer Gefahr. Du verstehst immer noch nicht, was hier vor sich geht, aber ich werde dir helfen, den Teufel zu vertreiben und Lisa zu retten. Du sollst dich sorgfältig umsehen, um keinen...
Was? Glaub. Nur wenn du dich auf die positiven Teile deiner Persönlichkeit konzentrierst, wirst du das Negative kontrollieren können. Das ist der einzige Weg, egal. Deine aktuelle Aufgabe besteht darin, in die Spiegelwelt zu gelangen. Sei nicht erstaunt und hör nicht auf, dich zu fürchten. Und vor allem, sei vorsichtig. Vor allem ist die Frage, hat er irgendwie eine Fantasiesprache gesprochen oder hat er Englisch gesprochen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Gut, wollen wir eine Einführung spielen? Aha, wir spielen Hardcore. Ich wollte gerade sagen, wir einfach Hardcore und alles, ne? Ja. So, also, ich kann jetzt hier alles anklicken oder wie läuft das? Ich kann in den Park gehen, das will ich aber noch nicht. Ich will erst mal hier umgucken. Genau. Oh, ich guck mir das an. Hinter dem Bild deine Tür versteckt. Das kann kein Zufall sein. Was ist das fehlende? Wo ist das fehlende Medaillon? Also wir müssen das Medaillon müssen wir finden. Mhm. Okay, gut. Das ist erstmal so unsere, oder wahrscheinlich die Quest, um erstmal weiterzukommen. Kannst du ins Feuer? Nee, das konnte ich noch nicht. Da ist zu, da fehlt der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Oh nein. Aber mehr als das kann ich auch nicht. Dann komme ich auch noch dahin, okay. Ich kann bisher, hier kann ich nur diese beiden Sachen angucken, soweit ich das... Oh, doch nicht. Ist das das Medaillon? Ich muss dieses alte Schloss öffnen. Nach der Form zu urteilen, benötigt man einen speziellen Schlüssel. Oh, oder drei gleiche Schlüssel. Ich glaube eher, das sind die Schlüssel, nicht die Rose. Aber auch. Wahrscheinlich hätte er irgendwie so ein Rosenblatt. Der so ein Dreizack. So, das okay, haben wir angeguckt. Das Feuer direkt. Oh, kann ich auch angucken. Oh, ich muss schnell das Feuer löschen, bevor der Spiegel beschädigt wird. Dann ist das wahrscheinlich so das Erste. Noch mehr Erstes. Vielleicht gibt es draußen einen Eimer. Mit Wasser. Ich sehe einen Brunnen zumindest schon mal. Schon mal gut. Aber einen Eimer sehe ich nicht. Der alte Brunnen ist verwittert. Ich hoffe, dass da noch etwas Wasser zu finden ist. Aber zuerst muss ich einen Eimer finden. Ja, so schlau war ich schon. Da waren wir im Schuppen waren wir drin. Okay. Die Spalten müssen vom Blitzen stammen. Was könnte darin sein? Das sind Symbole in den Stamm eingeritzt. Okay. Also wir könnten zum Esszimmer gehen und wir könnten zum Esszimmer gehen. Wir waren im Esszimmer. Ich dachte, wir waren im Schuppen. Ja, das war so ein kleines Esszimmer. Herrschaftlicher Schuppen. Das ist ja kein ordentliches Esszimmer da. Hier haben wir schon mal einen Eimer. Excuse me. Gib, wie kann ich den denn nehmen? So, ich habe schon mal einen Eimer. Wollen wir gleich in den Schuppen gehen oder wollen wir erstmal Wasser holen? Lass uns doch gleich den Schuppen mal auschecken. Gut, wenn wir einmal da sind. Genau. No. Oh. Alle zusammenpassenden 12 Stück. Okay. Also ich sehe Mond und Stern. Ah. Okay. Boah, das ist ja... Ich habe schon mal einen Bogen. Jetzt müssen wir noch einen Pfeil finden. Ich sehe noch ein Auge und ich sehe einen Fisch, ja. Auge habe ich auch gesehen. Gibt es eine Angel? Mhm. Für den Fisch? Ich sehe auch ein Hufeisen. Das ist doch ein Hufeisen, oder? Und eine Schaufel? Ah, da ist das Pferd. Das ist das Pferd. Ey! Hä? Okay, ich kann das Hufeisen nicht anklicken. Doch, jetzt geht's. So. Ah, eine Mausefalle und eine Maus? Oh. Nein, ich wollte nicht raus. Muss jetzt wieder die anderen Paare wiederfinden. Nee, gut, geht's schon. So. Okay. Vielleicht das Feuer zu dem Fisch wegen Wasser und Feuer? Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, okay. Das sieht doch fast aus wie ein Fisch. Hab ich auch gedacht. Aber das kann man nicht anklicken. Ah, okay, das ist jetzt, glaube ich, weil du... Zu oft geklickt hast? Ja. Okay. Oh, schwierig. Kriegst du so Strafen. Oh, auch das noch. Scheiße. Da oben ist noch eine Brille, aber ich weiß... Brille? Wo ist die Brille? Die Brille und das Auge. Ah ja, die vielleicht. Brille habe ich nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, Brille und Auge passt zusammen. Ah. Okay. Wir haben schon mal 4 von 12. Gibt es irgendwo Holz? Ich habe hier eine Axt gefunden. Ist das da Holz? Nee, oder? Glaube nicht. Ist das da Holz? Ah, ach, und da ist auch die Angel. Oh ja. So. Hä? Okay, doch, ich dachte schon, wäre falsch.
Hälfte haben wir. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich guck mal kurz über die Brille, vielleicht sieht man da mehr. Oh, man sieht wirklich mehr. Ja, ein bisschen. Ich hab so, jetzt habe ich aber beide Brillen drüber gucken. Jetzt, oh, schwierig. Ja, was könnte denn noch zusammengehören? Vielleicht der Strohhut und die Sense, wegen Stroh und Sense. Da könnte aber auch die Mistgabel dazu passen, oder? Ja, stimmt. Also das meinst du als Sense, oder? Nee, da ist die Sense. Ja. Wir probieren es mal aus. Kann ich sie anklicken? Kann ich auswählen, ne? Kann ich dich auswählen? Kann ich irgendwas auswählen? Zum Besen? Und vielleicht die Schaufel da? Meinst du? Aber das ist ja eher was für ein Kamin. Stimmt. Oh, nee, war doch richtig. Okay. Nichts gesagt. Ist das irgendwas? Oder ach, ein Feuer? Ist es vielleicht ein Streichholz? Oh! Und ist das dann ein Streichholz, das Feuer? Ah! Ey, sind so gut. Alter! Was du nicht alle siehst. So. Aber nur zusammen. Ja, ja, so. So, 4 Stück brauchen wir noch. Der Stiefel und der Hut, die gehören bestimmt zusammen. Ah! Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich bin jetzt einfach spontan geraten. Ich habe auch den Pinsel und Farbe gefunden. Mm. Brauchen nur noch 2. Wir brauchen bestimmt das hier. Kann ich nicht anklicken. Ein Hammer? Ich habe nämlich auch gerade den Hammer gesehen. Ein Nagel irgendwo? Mit der Gießkanne muss man bestimmt auch irgendwas machen können. Die Blume. Die Blume und die... Oh. Brauchen nur noch 1. Krass, aber dann ist bestimmt der Bogen, oder? Brauchen wir vielleicht noch einen Pfeil? Aber ich sehe gar nichts, was wie ein Pfeil aussieht. Das hier. Da, oh ja, das ist ein Pfeil. Krass. Bam. Ich habe einen Schraubendreher gefunden. Geil. Hup. Jetzt sind wir hier fertig, oder? Ich glaube schon. So funktionieren die Dinger doch. So, dann gehen wir mal in den Park zurück, nehmen uns den Eimer, packen ihn da dran. Okay. Dass er so runtergefallen. Verarscht. Ja, ist vorbei alles. Wir können die. Egal, wir löschen erstmal das Feuer. Ja. Ruf da. So. Herz brennt. So in etwa, jetzt nicht mehr ganz. Es ist offensichtlich, dass etwas unter diesem Deckel ist. Ich benötige einen Schraubendreher. Oh mein Gott. Gut, dass wir schon abgegrast haben, ey. Wimmelmaster 3000. So. Ein Schlüssel. Oho. Welcher ist das? Für da oder für... Ne, da ist ja... Da brauchen wir das Dingsens. Vielleicht ist es... Ich wollte gerade sagen, der Schlüssel sieht anders aus. Hierfür. Ah, ja, stimmt. Da hat mir auch noch einen. Leicht. Okay. Wir gehen mal in die Krypta. Scheinbar echt viele Schlüssel. Wir können ja auch nicht alles im gleichen Raum haben. Das wäre zu einfach. Das sieht doch aus wie so ein Krypta-Schlüssel. Ha! Bam. Wie abgeschlossen. Ich dreh doch. Verrückte Welt. So. Oh. Da steht... Sturm. Okay, das müssen wir wahrscheinlich irgendwo rausfinden, den Zahlencode. Wir können wahrscheinlich auch mal probieren, aber ich weiß nicht, ob man... Egal. Ist das das Einzige, was wir hier machen können? Da! Pavlov. 5. Mai. Gestorben okay. 1800 irgendwann, okay. Wir könnten durchprobieren. Aber ich glaube, wir müssen das rausfinden. Ja, ich glaube auch. Unsere krassen Detektivarbeit. Wir brauchen das nächste Mal einfach eine Lupe. Das wär's, ne? Und der Monokel. Ja. Heißt das nicht das Monokel, der Monokel? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde das Monokel sagen, aber keine Ahnung. Ich hätte der Monokel. Also ich habe der Monokel gesagt. Ja. Ja, sagst du die oder das Nutella? Ich glaube, da gibt es auch nichts der Richtiges, Nutella. Oder? Nein, das Nutella. Ja. Ich. Und du? Ich glaube, bei mir variiert das. Ich kaufe ja auch keinen Nutella. Deshalb. Ich finde dieses dunkle Schokolade-Nutella richtig geil. Also was halt kein Nutella ist, sondern... Ja, also so ich habe ja auch irgend so eine Fake-Nougat-Creme irgendwo, aber... So, wir müssen irgendwo so ein Datum finden. Aber ich weiß nicht, geht's wo. Geht's da hinten weiter vielleicht? Nee. Wir sind jetzt erstmal nur hier. Ich kann das Grundstück nicht verlassen. Okay, schade. Okay.
Nee, wir geben uns noch keinen Tipp, oder? Nein. Esszimmer, ach, da waren wir. Ah, wir haben immer noch den Schraubenzieher, sehe ich gerade. Oh, das heißt, wir schrauben jetzt einfach überall rum? Steht da ein Datum drauf? Nee, oder? Da kann ich gar nicht mehr angucken. Irgendwo, irgendwas, was irgendwie ein Datum macht. Nee, oder man gibt halt 0418 ein, wegen April. Ach so, das meinst du? Meinst du, das könnte klappen? Könntest du. Also es steht hier April 18. Ach so, okay. Ja, aber. Komplett wissen. Ach so, okay. Das Geburtsdatum? Wir haben doch das Geburtsdatum. Das ist doch der 5.5.18, also 03, 5503. Vielleicht eine Übersetzung. Kann ich das irgendwie. Nee, aber hier steht er gestorben. Kann ich mit irgendwelchen Tasten irgendwas machen? Nee, oder? Mausratsgolem bringt auch nichts. Man, den Schraubenzieher. Noch irgendwas anderes rausfinden, wahrscheinlich vorher. Oder gibt es noch irgendwelche Tasten, die wir nicht kennen? Kann man vielleicht da oben drauf gucken? Auf das da? Oder auf den Verstorbenen? Oh! Oh, das nehmen wir mit. Vielleicht können wir das in das andere reinpacken, ne? Genau. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal wieder ins Esszimmer und gucken, ob das als Amulett gilt. Ey, ein Drachen? Der muss doch ein Drachen. Ja, doch, klar. Das ist übelst cool. Okay. Da passiert was. Da passiert was. So. Oh, war das Gewitter? Ja, das auch. So, okay. Oh, das sieht nach Rätsel aus. Ja, aber ich kann nichts machen. Schraubenzieher. Oh, egal. Dreh die Kreise, bis sie ein vollständiges Bild ergeben. Oh Gott. Oh, das ist wie diese Schiebebilder. Wir müssen das Ding nach da unten kriegen, dann kommen wir hier einen Totenkopf raus. Das heißt, wenn ich das jetzt drehe... das funktioniert so nicht, aber es ist egal. Also ich kann sowas sehr schlecht, ne? Oh Gott, ich auch. Aber der ist schon mal... Na, warte mal, wir müssen den einmal... Ah, so. Ich glaube, wir müssen alle in ein Bild kriegen, kann das sein? Also ich glaube, das muss alles rot sein hier oben, das muss alles grün sein, das alles blau und dann müssen wir den... Na, also... Ja, alle in der Mitte haben, ne? Aber alle... Ah, okay. Oh mein Gott. Das wird jetzt schon ein dieser... Vor allem, wenn ich den jetzt nach unten drehe, dann ist... Ah, der muss allgemein kopfüber sein? Warte mal. Nee, das funktioniert so auch nicht. Weil das ist ja vorgegeben. Warte mal. So, jetzt hätten wir schon mal alle in der Mitte. Aber alle irgendwie falsch rum. Aber ich glaube dieses... Ach nee, warte mal, der rote Totenkopf muss nach oben? Ich dachte, der Totenkopf muss in die Mitte, aber der muss nach oben. Ach so, der muss ganz da oben. Stimmt, da hier ist die Schrift und alles, ja. Genau. Boah, ist das schwierig. Jetzt habe ich es gereilt. Das wird heute nichts mehr, oder? Ach du Scheiße. Ah nee, warte mal, das muss ich mal kurz mal, ne? Oh, wir müssen hier ja alles, dass die Schrift auch passt. Und, boah, ist das anstrengend. Also irgendwann können wir bestimmt auch überspringen, wenn wir uns zu dumm anstellen. Ich habe gerade ein gutes Geräusch gehört, aber das ist egal. Aber ich glaube, das ist schon mal richtig. Ja. Dann müssen wir nur noch das alles andere wegkriegen. Ich kann da das reinfassen nicht. Und es einfach mit meinen Fingern bewegen. Warte mal, ich habe eine Idee. Zumindest so dafür. Jetzt haben wir nämlich auf der Seite schon mal fast alles fertig, bis auf das Ding. Das muss nach da. Würde ich jetzt sagen. So. Das muss nach da. Warte mal, nee, so funktioniert das nicht. Das muss ich kurz mal denken. Nee, so funktioniert das. Warte mal. Also wir müssen das Grüne nach da kriegen. Das Grüne muss hier hin. Genau, aber das muss halt nach da. Ach so. Damit wir das dann so durchwechseln können, war jetzt so mein Gedanke dahinter. Warte mal. Und hier muss die Schrift, muss ja... Das ist schon, das wäre so richtig von der Position. Das auch. Das heißt, das Blaue muss wirklich einfach dahin. Obwohl das... Ja, egal. Nein. So. Das heißt, also wir müssen wirklich gucken, dass das Blaue da ist. Das heißt, wir müssen das Blaue jetzt nach da kriegen. Nee, falsch rum. Das Blaue muss immer noch nach da. Zurück. Warte mal. Genau, das muss dahin nur... Ja. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch das mit dem irgendwie tauschen und das oben wird sich dann von selbst ergeben. Hoffen wir mal. Hoffen wir es.
Oh, nee, ich habe das auch mal gehabt bei diesen, halt, wenn du diese kleinen Schiebedinger hattest als Kind, ne? Da musstest du auch, du hattest das Bild schon fast fertig und dann musstest du es doch wieder ändern. Mm. Oh, wir haben es fertig. Krass, Alter. Ich hab's voll drauf. Sehr gut. So. Jedes gelöst. Jetzt gibt's jetzt einen. Weg damit. Okay. Jetzt können wir wieder in das geheime Zimmer gehen. Wer oder was war das? Ich habe das ungute Gefühl, dass noch etwas anderes mit mir hier ist. Okay, ich habe nichts gehört, aber von mir aus... Die immer. So, wir können da was anspitzen. Jemand hat hier etwas hergestellt. Ich sollte mir diese seltsame Dinge auf dem Tisch ansehen. Ich habe sie noch angeguckt. Das ist ein Anspitzer. Sag ich dir. So, was steht da? Ich habe den Projektor erschaffen, um in die Spiegelwelt zu gehen. Dort hat er meine Seele hinverbannt und dort wird das Ritual stattfinden. Was ist das, ein Projektor? Ich brauche ein Dia. Ey, ich hab... Oh, wir haben sogar noch das Ding. Kann ich mir das auch mal wieder angucken? Stimmt, oder? Geh mal auf das Buch. Ah ja. Ich brauche ein Dia mit einem magischen Symbol für den Projektor. Es wird die Oberfläche des Spiegels passierbar machen. Um das Öl, um den Projektor aufzuladen, werde ich in den Altären verstecken. Großzügigkeit, Gleichgewicht, Wahrheit, Fleiß und Glück. Okay. Interessant. Gut. Da ist noch was. Das ist der Projektor, das Öl, und wir brauchen noch mehr. Ja, genau. Wir müssen den fehlenden Teil davon. Ich habe den fehlenden Teil gefunden. Nee, das ist der. Okay. Ja, ich dachte gerade, ich wäre schlau. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ah, sonst gibt's hier nichts, ne? Können das noch nicht anklicken, oder? Nee. So, okay. Solange wir nicht dieses Suchding haben, können wir, glaube ich, nichts anklicken. Sonst würde der Finger kommen. Ey, Digga. Was soll das? Was brauchst du von hier? Hau ab. Es gehört hier alles mir. Mir! Ich werde nie irgendjemand etwas davon abgeben. Und ich gebe dir mit Sicherheit nicht den Schlüssel. Er gehört mir. Alles gehört mir. Alles. Gollum. Eine lustige Kreatur, aber auch sehr gierig. Er hat alles Glitzernde hierher gebracht. Genau wie eine Elster. Wow. Er hat den Schlüssel. Ich kann hier gar nichts nehmen, wa? War der böse, der Junge. Müssen wir ihm irgendwas... Willst du das haben? Put, put, put. Ach, das ist der verdammte Rosenschlüssel, ne? Werde zum Haus laufen und eine Falle? Junge, lass Gollum in Ruhe. Sonja. Da kann er auch nichts dafür. Nee, Sonja ist doch weg, wir sind doch jetzt Lisa, oder? Ich habe keine Ahnung. Wer sind wir eigentlich? Lager der Laster. Ah, nee, wir sind FBI-Agenten. Ja, stimmt, ja. Also, ja, sorry. Ja. Schuligom. Guck mal, das kann er noch. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel von dem Viech. Von dem Gerät. Der Gerät? Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Okay. Oh, da ist ein Schlüssel. Was kann man da herstellen? Öl, oder? Ist das für das Öl? Das könnte sein, aber wir müssen wahrscheinlich erstmal... Können noch nichts machen. Ne? Alles finden, ja. Na gut. Einige Wurzeln, Kräuter, Pulver. Uff! Was kann man aus diesem üblen Zeug wohl kochen? Wohl nur irgendein Gift. Oder ist das für die Falle für den Kobold? So, aber... Ah, das kann natürlich auch sein. Aber mehr können wir jetzt auch noch nicht angucken, oder? Aber vielleicht können wir mit dem Schlüssel im Esszimmer... Ja, das dachte ich auch gerade. Vielleicht das da aufmachen. Genau. Der könnte doch... ja, crazy shit. So, das buffelt. Ui. What? Okay, wir brauchen einen Geldbehälter. Wir brauchen eine Vase mit Blumen. Denke mal, dass wir die Blumen dann da reinstopfen müssen, oder? Weil das meinst so gut ist. Meine, die roten Sachen... So, wir brauchen einen... Das ist kein Engel. Das ist ein Engel, oder? Zählt das als Engel? Ja. Briefmarke. Also, muss ich das einfach anklicken? Ich weiß ja nicht, genau. Okay, gut. Ein Schmetterling. Ey, da ist die Queen. Guck mal, die Postmarke im Rechten. Oder sind die roten Dinger, die wir noch nicht haben? Ich glaube, das sind Sachen, die wir so zusammensetzen müssen. Okay, also ich habe schon mal Blumen gefunden. Wo ist die Vase? Da. Ja. Perfekt. Okay, gut. Ah, die Briefmarke wird sogar gesucht. Ja, die Queen. Sehr gut. Früchtekorb, Besteck, Ananas, Kamm. Das ist eine Glaskugel, oder? Da ist der Kamm. Da ist der Kamm. Da ist die Zitrone. Zitrone. Vielleicht das Schwert. Oh ja. Ich habe noch nicht mal alles durchgelesen und finde schon die Hälfte. Ich sag dir, Wimmelbild ist meine Stärke. Geil.
wenn ich ein Spiel spielen kann, dann ist es ein Wimmelbild. Ich habe den Schmetterling gefunden. Aber den müssen wir mal was machen, wa? Müssen wir ihn vielleicht ausschneiden? Guck mal, da ist eine Schere. Oh ja. Psst, hau ab. crazy. Nice. Oh, wenn ich so gut schneiden könnte. Traum. Zweimal schneiden und fertig ist der Schmetterling ausgeschnitten. Meine Haare selbst geschnitten vor ein paar Tagen. Ja, das ist schon. Ah, da ist der Regenschirm. Oh ja. Ich auch gerade gut, wo soll hier ein Regenschirm sein? Der Gelbe. Pfeil. Oh ja. Ein V. Oder eine 5. Ah, ja, stimmt. Das kann auch sein. Das war so die ganze... Besteck, ich habe eine Gabel gefunden. Haben wir noch irgendwo ein Messer oder sowas? Da unten, in der Schatulle. Oh ja. Haben wir schon mal das Besteck. Also ich sehe halt Obst, aber ich sehe noch... Ach, da ist der Korb. Wenn wir das Obst nehmen und es dort oben reinlegen. Ja. Brauchen wir noch die Ananas, wa? Geldbehälter, Kreuz, Ananas. Ich weiß auch nicht, also das sieht für mich aus wie ein Engel, aber dem scheinen wohl die Flügel zu fehlen. Ich auch schon überlegt, aber ich sehe sie auch nicht. Mm. Ah, da ist das Kreuz, Kartenkreuz. Oh ja, sehr gut. Da ist die Ananas und da sind auch die Flügel. Man muss irgendwie, man vergisst immer an die Seiten. Ja, ich habe wirklich gerade nur den Schrank im Linksens gehabt, im Fokus. Wir brauchen noch eine 5 oder ein V und einen Geldbehälter. Was ist denn ein Geld? Gibt es einen Sparschein oder eine Geldbörse? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist, guck mal. Das meinst du, ist ein Geldbehälter? Ja. Oh, könnte sein. Okay, entweder ein V oder eine 5. Ich sehe beides nicht. Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Sehe ich auch so. Hm. Und vielleicht machen die auch ein Pfau. Bei drei Stimmt Ecken gedacht. Hä? Illuminaten. Wäre es ja nur eine 3 fürs Dreieck. Ich habe schon mal ein Herz gefunden und einen Salamander. Oder eine Eidechse oder so. Hä? Salamander. Schwierig. Wie nah rangehen. Vielleicht auf dem Buchrücken? Nee, ne? Sieht alles so nach nichts aus. Ah, guck mal da. Im Fächer. Meinst du, das sind 5? Das da. Ah, das V. Ja. Zählt nicht. Was? Zählt. Echt nicht? Nein. Geh mal dort auf den dicken Rand. Ah. Also ich habe die ganze Zeit in die Lücke gepackt. Ah, okay. Einen alten Geldbehälter gefunden. Okay, das war das Wichtige daraus, was wir brauchen. Ja, klasse. Money, money, money. Oh, mit dem Geld können wir bestimmt den Typi bezahlen. Mm. Aber müssen wir in eine Falle stellen? Guck mal, hier willst du das haben? Ja, vielleicht müssen wir da noch... Ich werde zum Haus laufen, um eine Falle vorzubereiten. Mm. Dann müssen wir mit dem Geld eine Falle stellen, bestimmt. Mm. Es gibt noch irgendwas, was wir tun können. Das können wir vielleicht da in diesen Dings einsetzen, diesen Ritter in der Dingens. Oh ja, stimmt. Digga, komm mal her. Hm, nee, das funktioniert Dings? Nicht. Ach so. Unten, ja, warte. Stimmt. Paul McGraw. Ist das nicht irgendwie der Vater von dem oder der und so? Keine Ahnung. Ich hab schon wieder vergessen, falls es überhaupt gesagt wurde. Na, war doch der Erste, der uns hier eingeladen hat, war doch der McGraw. John, genau, John ist der. McGraw. So, jetzt können wir in die Leiche gucken. Leichenfledderei. Immer her damit. So, Kopf nehmen wir auch mit. Okay, wir haben einen Schädel und wir haben das Ding. Schnalle. Alte Schnalle. Eine Schnalle. Krasse Schnalle hier. So, da aber, das können wir immer noch nicht eingeben. Nee. Gestorben, ja. Kann auch nichts machen, okay. Dann gehen wir wieder. Das hat doch bestimmt... Na, mit dem Hund hat das bestimmt noch nichts zu tun. Schade. So, warte. Irgendwas muss man doch mit dem Schädel machen können, bestimmt. Mit irgendwas muss man irgendwas machen können. Offensichtlich. Gehen wir nochmal... Ne, im Schuppen sind wir ja fertig, oder? Oder gibt's hier noch... Vielleicht gibt's nochmal einen... Vielleicht gehen wir... Oh!
Leiter hängt zu hoch. Ich brauche ein Hilfsmittel, um heraufzukommen. Okay. Geh vielleicht nochmal rein. Vielleicht gibt es nochmal ein Wimmelbild. Bei manchen ist es nämlich so richtig arschlochmäßig, dass die auf einmal wieder... Das ist ja fies. Nee, aber bisher noch nicht. Okay, also wir brauchen irgendwas, um die Leiter runterzuholen. Und dann kriegen wir da oben irgendwas. Ja. Nochmal in diesen Geheimraum gehen? Ja, irgendwo muss ja noch immer... Nein, ich will doch... Ich wollte doch zum Esszimmer. Ich denke immer noch, dass es das Esszimmer ist. Ja, da esse ich gerne. Tut mir ja leid. Ist wie zu Hause. So, das können wir nochmal angucken, aber da können wir auch noch nichts machen, oder? Ja. Da brauchen wir diesen anderen Schlüssel für. Koboldschlüssel. Vermutlich. Hm. Ansonsten können wir wirklich nur ins Geheimzimmer gehen. Damit können wir die Leiter runterholen. Ah. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, da ist dann ja irgendwie der Rest von der Karte oder sowas. Ja, das kann gut sein. Geil. Crazy Sheet. So. Ja, her damit. Das erste Versteck im Öl habe ich in einen alten Baum im Park angelegt. Es ist der Altar der Großzügigkeit. Der Altar der Großzügigkeit ist nicht einfach okay, was auch immer. Aber ganz kurz, schreibt man Altar nicht mit A? Altar? Der steht doch da. Er steht da nicht. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre ein E. Der Altar. Okay. Jetzt müssen wir aber zu dem Baum. Aber ich habe irgendwo im Geheimraum war doch diese Zeichenabfolge, die dort im Baum drin ist. Echt, ja? Mhm. Habe ich gar nicht gesehen. Irgendwo war die... Dann gucken wir doch mal fix. Ich weiß nicht mehr wo. Wir gehen einfach mal alles nochmal durch. Hier, da können wir noch nichts machen. Meinst du, die war bei da dem bei dem... Da? Oder? Lager der Last... Oh, meinst du das ja als Zeichenabfolge? Mhm. Wenn du oh, da, guck mal da drauf. Passt das vielleicht? Dem. Schade. Aber geh nochmal, weil hier ist nämlich das, was im Baum, glaube ich, ist, oder? Warum nicht? Das sieht so mystisch aus. Meinst du, also, du meinst, dass das aus dem Baum? Das könnte sein, vielleicht. Ach, schade. Du. Was haben wir hier nochmal gehabt? Da ist nochmal ein Totenkopf. Schade. Das haben wir ja schon mal angeguckt. Diese Beeren, das Blatt und dieses grüne Zeug. Das grüne Zeug haben wir schon mal hier. Das sind die Beeren, sind die Beeren und das Blatt. Ja, aber dann brauchen wir noch einen Behälter dafür, oder? Wahrscheinlich, oder? Warte mal, wenn wir uns zuerst diesen Stößel und das... Ach so, ja, Mörser und Stößel brauchen wir. Das ist ein Mörser? Aber ich kann damit noch nichts machen, nee. Funktioniert ja super. Ich verstehe das nicht. Hier haben wir die... Ich glaube, ich gehe einfach nochmal so zum Baum. Vielleicht klappt das ja trotzdem einfach, weil wir jetzt schon mal da waren. Ja. Aber ja, das sind die gleichen Runen, das stimmt. Geht das denn nicht? Willst du Geld haben? Schade. Das haben? Okay, mehr Möglichkeiten haben wir jetzt auch hier nicht. Wo könnte denn der Totenkopf noch hinkommen? Mal in der Krypta gucken, aber ich glaube, da konnte man nicht mehr viel machen. Da können wir nur noch das da machen. Und bei ihm geht auch, auch oben da, nichts da, mehr. Da geht gar nichts mehr. Hier können wir nur das Datum eingeben. Da, gestorben. Tot. Verstehe das alles nicht. Alles zu viel für mich. Müssen ja irgendwas übersehen haben. Und der Park ist ja so groß. So. Aber man kann nichts machen. Auch nichts mehr, da geht einfach gar nichts mehr. Da geht's zum Esszimmer. Ich glaube, wir müssen noch was beim Esszimmer machen, oder? War auf dem Dach oder? Noch was? Weil wir konnten ja auch aufs Dach, ne? Wieso können wir da drauf? Aber... Aha. Okay, wir haben was, aber ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich auch nicht. Aber wir haben was. Okay. Also wie so ein Schlüssel sieht das jetzt nicht aus. Nee. Aber ich, jetzt fehlt ja nur noch was im Esszimmer, weil bei der Krypta brauchen wir nur noch das Datum. Hä? Können wir den vielleicht einfach pieksen? Ach, vielleicht. Vielleicht in diesem Buch hat er nicht auch sowas Dreigeteiltes reingemusst. Meinst du? Aber ist es nicht viergeteilt? Oder zweigeteilt? Oder?
Das ist der Projektor, ne? Warte mal. Da kann ich mir nochmal das angucken. Ja, das ist in Ordnung. Aber mehr geht hier auch nicht. Ja, ich will's doch ansehen. Kann ich das drehen? Ich glaube, wir brauchen echt erst diesen anderen Teil von dieser Karte. Aber wo? Okay, ist nur das Gleiche. Hä? Ich sag's einfach immer wieder. Hä? Ja, es wird aber auch einfach nicht besser. Hier, kann ich da nicht einfach irgendwas draufpacken? Oh, warte mal. Vielleicht schmilzt das ja. Schade. Hm. Okay, das funktioniert alles nicht. Ich bin zutiefst verwirrt. Muss doch noch irgendwas anderes geben, außer das, oder? Irgendwas? Wir müssen dem eine Falle stellen, aber wie? Ich werde zum Haus laufen und eine Falle vorbereiten, aber wie? Sollen wir ihn irgendwie damit erstechen? Und welches Haus ist gemeint? Also ich glaube, das hier ist das Haus, oder? Ja, hätte ich. Das ist jetzt zwar ein Esszimmer, aber für mich ist das hier das Haus. Kann ich hier irgendwas im Inventar kombinieren? Meinst du, das funktioniert? Ah, das könnten wir vielleicht probieren. Aber ich weiß nicht, was mit was. Probieren einfach alles durch, oder? Ja. Das ergibt sowieso alles logisch keinen Sinn hier. Hatte ich schon, egal. So, das geht nicht. Kriegt ja vielleicht, ja schade, die Diamanten raus. Wann wurde der Totenkopf, ey? Das, ey. Was steht beim Totenkopf nur Totenkopf oder steht noch irgendwas dran? Schädel. Ist ein Mordfall. Immer. Aber ich weiß nicht, was wir machen können, aber ich will mir keinen Tipp holen. Nee, noch nicht. Für die Ehre. So, wir können nur noch das angucken, aber das wird wahrscheinlich der Schlüssel von dem Kobold sein. Genau, das ist dieser Rosenschlüssel. Okay, was haben wir draußen noch? Da muss doch noch irgendwas sein. Irgendwas haben wir bestimmt. Also irgendwie müssen wir ja da auch weiterkommen. Aber da verstehe ich überhaupt nicht, was... Ich auch nicht. In der Krypta geht es ja auch noch, wir brauchen nur noch das Datum, aber das können wir nicht mal mehr angucken. Das heißt, wir müssen das irgendwo anders herfinden. Ich kann ja auch bei den Zahlen nichts eingeben. Ich muss irgendwo irgendwas machen. Ich hätte sonst getippt, dass man vielleicht das Datum so freikratzen muss, aber... Aber ja, ich komme da ja nicht mehr hin. Alles schwierig hier. Geh vielleicht nochmal raus? Ja. Konntest du dort... Hat der dort an der Seite noch was angezeigt? Nee, war das nur, die, das nur die Krypta. Ja. Notiz. Ne, Quatsch. Weiterspielen. Ich will auf die Notizen, bitte. Ich geh nochmal kurz zurück. Oh, so viele Notizen haben wir schon. Krass. So viel noch gar nicht erlebt. Wow. Okay, steht hier vielleicht was bei dem Baum mit bei? Guck mal. Im Park steht ein uralter Baum. Da sind die gleichen Dinger. Er ist wohl 200 Jahre alt oder etwas weniger. Jemand hat ihn wirklich hochgeschätzt. Er ist sogar mit einem Zaun umgrenzt. Es sind seltsame Symbole in den Baum eingeschnitten. Ja, die Symbole haben wir ja schon gefunden. Eine geheime Tür. Ich habe ein paar Notizen von Eigentümer dieses Zimmers gefunden. Das hilft uns nicht weiter. Das ist unmöglich. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Bla, bla, bla. Ich muss etwas im Haus suchen, um daraus eine Falle für den Dämon der Gier zu machen. Aber was? Ja, also wahrscheinlich muss er hier reinfallen in diesen Pott. Ja, wahrscheinlich. Aber ich konnte irgendwie, also... Es geht ja so, auch. Warte mal. Oh mein Gott, ist seltsam, dass das Datum seines Todes beschädigt wurde. Jemand wollte es unkenntlich machen. Vielleicht ist damit etwas... Ja, also die Schnalle ist schon mal gut für den Dämon der Gier. Das ist schon mal wichtig. Aber das geht da nicht rein. Wir müssen also irgendwas mit der Schnalle machen. Und das wahrscheinlich hier im Esszimmer. Mal kurz die Mütze andersrum aufsetzen. So, jetzt geht ab hier. Boop, boop, boop. So. Also müssen wir irgendwas mit der Schnalle machen. Hä? Um damit eine Falle für ihn zu bauen. Haben wir schon mal versucht, eins von beidem auf den Tisch bei ihm zu legen? Ja, ne? Ich habe, glaube ich, alles versucht draufzulegen. Also ich weiß ja nicht, wo die Falle sein soll. Wir sollen ja irgendwas im Haus finden. Zum Haus laufen und eine Falle vorbereiten. Also müssen wir die Falle doch im Haus machen, oder? Hm. Das funktioniert hier nicht.
Das Schwein hast du auch schon ausprobiert, ne? Hä? Gerade hat es noch nicht funktioniert. Das ist doch bescheuert. Hä? Ja, lustiger, geh rein da. Kann ich ihn jetzt erstechen? Einfach den Schlüssel nehmen? Okay, ich habe ihn einfach so gefangen. Hä? Okay, cool. War viel zu einfach. Okay. Aber jetzt habe ich den Samtschlüssel. Geht das trotzdem? Mal gucken, ob er so nett ist, uns aufzuschließen. Nein. Okay, kann ich ihn jetzt irgendwie abstechen? Ja, aber hä? Hä? Also gibt es doch noch mehr, was der Dämon vielleicht hat liegen lassen? Nee, kann ich gar nicht mehr angucken. Können wir den irgendwo anders draufsetzen? Willst du da hin? Aufs Feuer? Schön Dämon grillen. Ja, du, ich hab Hunger. So. Schwierig. Ich verstehe nicht, warum wir den... Wir sind irgendwie nicht weitergekommen. Hä? Einfach alles mit allem probieren. Immer. Dabei gibt es gerade nicht mal so viele Außerwirklichkeiten und trotzdem verzweifeln wir hier schon. Nee, wir haben immer nur das Datum. Das ist, glaube ich, funktioniert noch nicht. So. Warte, haben wir neue Notizen gekriegt zum Dämon? Nee, haben wir nicht. Nee. Hm. Aber ich habe den Dämon der Gier. Warum haben wir den denn samt Dämon? Gier. Gier steht ja extra so. Ich habe die... Also wir haben... Nein, ich will auch nicht zum Schuppen. Aber vielleicht können wir ihn aufs Dach setzen. Ja, vielleicht will er da... Nee, jetzt kann ich den mal mehr hoch. Okay, können wir nochmal rein? Okay. Willst du da rein? Oh, kann ich die Schüssel mitnehmen? Schade. Die sieht fast aus, als ob wir die gebrauchen könnten. Hm. Eigentlich brauchen wir auch Öl. Ja, aber... das ist ja im Baum drin, hat er doch, glaube ich, gesagt gehabt. Aber mehr kann ich hier auch nicht machen. Hier gibt es auch nur den Baum. Sollen wir nochmal versuchen, in das Bild zu setzen, wo der Schlüssel reinkommt? Vielleicht müssen wir nur die richtige Stelle wieder auswählen. Also das ist auch das Einzige, was ich hier auswählen kann. Ja, aber ich habe doch den speziellen Schlüssel. Nee, kann ich den hier kommen? Mann. Versuch ihn vielleicht nochmal reinzuziehen, wenn du schon geöffnet hast, dieses kleine Fenster. Oh. Ah, das war ja gerade schon. Das ergibt doch alles nichts Sinn hier. Dann müssen wir da unten noch irgendwas machen können. Also da müssen wir wahrscheinlich, kommen wir erst am Ende hin. Hm. Vielleicht ist da irgendwie der fehlende Teil dafür drin oder so. Können wir hier irgendwie, ja, können wir auch nichts weiter machen. Nur das noch angucken. Ich verstehe nicht, wie wir... Wir brauchen ein Glas, steht hier nach dem Rezept. Oder? Benötige ich ein Glas? Ja, okay. Können wir nicht einfach den Schädel nehmen? Glaube nicht. Das funktioniert nicht. Hä, ich will zurück. Ich kann nicht mal mehr zurück. Oh ja, nichts gesagt. Und wir können uns nur noch das anwählen. Kannst du den Stuhl anwählen? Oder? Nee. Hä? Hier gibt es aber auch nicht mehr, oder? Ja, du hast doch schon genauer angeguckt und ja. Hier fehlt noch der Rest des Papiers. Toll, wir haben den Kack-Kobold und wir haben... Mann, das ist doch blöd. Das geht doch so nicht. Ich verstehe das nicht. Nein, kein Tipp. Gib es nicht. Noch nicht. Erst wenn wir eine Stunde festsitzen. Später, später. Leid, für alle, die hier zusehen. Das ist egal. Das gehört sich so. Wir sind ja schon weit. Wir haben ja schon was. Ja, auch wenn stimmt. Wir damit gar nichts anfangen können. Wir haben eigentlich ein relativ volles Inventar. Aber man könnte sogar hier weiter scrollen. Also weiß ich nicht, wie voll das noch werden kann. Aber kombinieren konnte ich hier bisher auch noch nicht wirklich was. Auf dem Tisch können wir auch nichts nehmen. Nee, diese Zuckerstückchen. Ich kann ja wirklich nur auf das Bild noch klicken. Den Rest haben wir schon abgearbeitet. Das ergibt doch alles sowas von keinen Sinn. Ja, muss ich mich mal zurücklehnen. So ein bisschen Backseat-Gaming. Ja. Ich muss mein Bein mal... Jo, mach doch. Ach, besser. So, wir können den Baum angucken, wir können in den Schuppen. Wir können in die Krypta und zurück. Mehr gibt es hier nichts zu tun. Muss aber was beim Schuppen noch sein. Ich glaube, wir stecken uns die ganze Zeit gegenseitig mit diesem Gen an. Ja, vielleicht. Vielleicht hätten wir Kaffee trinken sollen. Das stimmt. Wo
wurde auf 180 vorher abgedreht. Wo ist was jetzt in diesem Genus? Nee, aber. 3 Sekunden durchgespielt. Definitiv. Guck mal, du. Wat, aber gibt's. Kann ich mir irgendwelche Informationen mal zu den Leuten angucken oder kann so? Kann man nee, den oder? So einfach anklicken? Dann kann ich den nur irgendwo hinschieben. Oh, was ist denn falsch mit dem? Ja, okay, ja, das hatten wir alles schon. Hier fehlt das nächste. Hä? Was steht da eigentlich? Notizen. Ach, Notizen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, hä? Nosten, Nosten, was? Ergibt auch keinen Sinn. Ja, okay, aber hä? Ich verstehe es nicht. Also als letztes müssen wir wahrscheinlich einfach den Projektor in Gang bringen, um in den Spiegel zu kommen. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, wir müssen alles andere bis dahin irgendwie verbrauchen. Oder benutzen. Wir müssen erstmal den Dämon irgendwie platt machen. Im Schuppen war aber nichts. Aufs Dach kommen wir ja nicht mehr, sonst hätten wir vielleicht den vom Blitz treffen lassen können. Wenn ich den so kombiniert hätte, und dann wäre das vielleicht ein super Blitzableiter geworden. Aber ich komme nicht mehr hoch. Hä, wieso sind wir denn am Anfang schon so schlecht? Ey, komm, wir haben schon 40 Minuten. Oh, krass. Und wir haben schon irgendwas geschafft, bestimmt. Hey. Nee. Willst du vielleicht als Kopfersatz dienen? Hä, aber wie kriegen wir denn jetzt den davon los? Das verstehe es nicht. Ich will aber keinen Tipp. Nee. Ich bleib lieber blind durch die Gegend rumklicken. Hey. Wahrscheinlich ist der Tipp eh nur wieder so ziemlich langweilig und hilflos. Wir können ja auch nicht so viel anklicken. Vom Blitzen. Oh, vom Blitzen. Stamm. Ist das nicht ein Blitzableiter? Ah, oh. Wow. Ich dachte, das hätte ich vorhin schon versucht, aber von mir aus. Okay. Ich hasse Käfer. Irgendwas gegen Schädlinge. Nein. Magst du nicht Schädlinge? Stimmt. Magst du nicht Schädlinge? Irgendwas im Schuppen gegen Schädlinge. Also gehen wir da wieder rein. Ah, okay. Dann gibt es jetzt wahrscheinlich das nächste. Da war hier. Oh. Da passiert was. Wo war das Gewitter? Guck mal, da ist was runtergefallen. Drücke den Hebel, um das Gitter zu öffnen. Wo ist der Hebel? Ah, ich glaube, diese gekräuselten Dinger, jetzt müssen wir bestimmt das. Oh nein. Aber so einfach kann das doch nicht sein, oder? Sagen, wenn du es jetzt auf Anhieb. Okay. Wow. War jetzt ja sehr schwer. Wow. Gut, jetzt gib mir das alles. Ich will das alles. Diese abscheulichen Käfer, man kann sie nicht umbringen und der Eigentümer geht nicht in die Nähe der Pflanzen, aber ich habe etwas Gift versteckt, der Gärtner. Der Gärtner ist immer der Mörder. Ja, aber am Ende war der Mörder der Butler. Das ist. Nee, das ist ein Lied von Reinhard May. Ist es, glaube ich. Kenn ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe die Zutaten für das Gift gefunden. Ja, keine Ahnung, das ist halt. Ja, da, mit sowas bin ich unter anderem aufgewachsen. Wurde es auch schöne Lieder von ihm gibt. Also das Lied mochte ich tatsächlich auch sehr gern. So, jetzt kann ich wahrscheinlich Gift machen. Ich habe nämlich ein Glas. Ja, stimmt. Wir müssen hier Gift machen. So, her damit. Dann komm. Jetzt brauchen wir bestimmt erstmal den Mörser. Ich sollte mir das Rezept nochmal ansehen. Hat er gesagt, erst muss das Blatt rein. Erst das. Ich glaube, du brauchst den Mörser und den Stößel. Ach so, okay. Also, ja, stimmt. Ich habe nichts gesagt. So, dann kommt da das. Komm her. Ey. Dann halt erst so. Das ist doch das. Ach, oder ist das ist das lilane Pulver. Der Löffel da drunter? Meinst du? Ach so, Löffel mit grün. Löffel mit grün. Das wird dann nach dem Mörsern rot. Vielleicht sollen wir mal kurz mörsern. Nee, okay. Versuch's nochmal mit dem Löffel. Oder mit dem da? Jetzt macht Sinn. Mann, ey, wir haben uns wieder zu dumm angestellt wegen des Blitzes auch und alles. So, jetzt kommt da der Löffel. Hä, oder doch wieder der Löffel? Oder einfach nur so direkt? Hä? Ach nee, wir müssen. Nee, guck mal, wir müssen erstmal jetzt hier aufbauen.
Das ist wahrscheinlich drauf. Okay, ich kann es auch daneben stellen einfach. Okay. Lila erst? Ach so, meinst du? Ich kann es aber nicht anklicken. Mit dem Dings bestimmt wieder. Mit dem Löffel? Oder mit dem Löffel? Ach stimmt, ja doch, lila, ja genau so. Und jetzt müssen wir das alles... Warte mal, das kommt aufs Feuer. Und das kommt da rein. Vielleicht sollten wir das Rezept doch öfter mal angucken. So, jetzt kommt... Umgießen. Mit dem großen Löffel vielleicht? Ach nee. Wir müssen erst das Goldpulver noch reinpacken. Und das Sieb, ist das eine... Ja, keine Ahnung. Wir nehmen einfach nochmal so. Machen das so. Das kommt jetzt hier drüber. Okay, so geht das nicht. Aber... Zuckerstückchen? Aber die zählen noch gar nicht dazu. Meinst du, die Zucker können wir gleich reinpacken? Nee, noch nicht. Also, wir gucken das nochmal an. Wir müssen jetzt... Da kommt das... Also wir brauchen noch ein Sieb, aber ich seh kein Sieb. Hast du ein Sieb gesehen? Nee. Ist da ein Sieb? Ah, ja. Wow. Okay. So, jetzt kommt da das gelbe Pulver rein. Und jetzt kommt das da drüber. Jetzt nehmen wir uns 3 Zuckerwürfel. 1, 2 und 3. Nehmen wir uns den schönen Löffel. Sieht aus wie ein LSD-Trip. Ja, wahrscheinlich ist das auch einer. Hier sieht das schon mal rot aus, jetzt wird es noch gekocht. Also, so. Die Käfer werden auch nicht umgebracht, die kriegen jetzt einen wunderschönen LSD-Trip. Und dann fliegen sie einfach weg. So, genau. Jetzt haben wir... Gib mir das. Siehst du, ja, für die Käfer, nicht gegen die Käfer. Genau. Das heißt also, es ist nur gut für die. So, rüber da. No animals. Passt ja auch zur Farbe an sich vom Baum. Genau, das ist ein reiner LSD-Trip, das ist der Wunderbaum. So. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dreh die... Och, nicht schon wieder drehen. Bis wir ein vollständiges Bild ergeben. Ich glaube, das muss einfach hier irgendwie durchlaufen. Wo kann ich denn irgendwas... Oh, ich kann auch die äußeren Kreise drehen. Ne, ich kann den drehen. Oh, jetzt drehen die sich... Oh, nein. Aber guck mal, dann... Aber wenn das gleich so bleibt... Problem ist, jetzt dreht sich der Innere wieder. Müssen wir wieder zurück. Da drehen sich... Ah, ich will wieder zurück zum anderen, warte. So, jetzt geht das schon mal. Jetzt müssen wir noch die äußeren Beine so lange drehen, bis es funktioniert. Das sah gerade schon fast gut aus, aber noch nicht gut genug. Okay. Nice. Okay, das war... Ich kann das alles. Wow. Easy. Easy game. Pro-Gamer. So. Und weiter? Ja, danke. Okay. Oh, noch ein. Das ist jetzt das Öl für den Projektor. Ja, gib mir das doch. Oh, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Gib mir das doch. Gesundheit. Danke sehr. Ja, aber vielleicht können wir unseren Kobold da drin ertränken. Meinst du? Oh, schade. Einen ölgetränkter Kobold? Hä? Wir brauchen noch ein Gefäß. Ah. Denke ich mal. Das würde Sinn machen. Toll, dass er von dem Pflanzengift das Gefäß nicht aufgehoben hat. Einmal kurz ausgewaschen, wäre doch gut gewesen. Nichts können. Nee, hier können wir nichts weiter mitnehmen. In der Krypta glaube ich auch noch. Am gleichen Punkt wie vorher. Ja, es ist, ändert sich irgendwie nie was. So, da den Schlüssel hat der Kollege ja noch. So, wir können da nicht mehr hin, wir können da nicht mehr hin. Wir können auch da und da hin. Tiengefäß, ist das ein... Na, kann ich auch nicht. Ich kann den ja auch nicht mitnehmen. Ach, das ist alles blöd. Hey, wieso können wir auch nicht einfach diesen Drachen da rausholen? Ich probiere es gleich nochmal, wahrscheinlich kann man das trotzdem irgendwie machen. Aber, ja, ich piekse den einfach nochmal mit dem Schraubenzieher. Ja, ich weiß doch. Danke dafür. Käfer sind weg und die ungewöhnlichen Blumen haben mir den Weg zum Altar der Großzügigkeit gewiesen. Es war nicht einfach, ihn zu öffnen. Ja. Irgendjemand wollte diese Gefäße mit Öl vor den Augen Unbefugter verbergen. Ich muss den Projektor aufladen und in die Spiegelwelt gehen. Aber. So. Aber warum können wir es doch nicht nehmen? Ja, das mit dem Gifthammer fertig, jetzt ist wirklich nur noch das. So. Poki Poki.
Ich glaube auch langsam nicht mehr, dass wir irgendwie noch hier was finden. Ich glaube, wir müssen einfach. Aber ich kann da ja nichts bewegen. Hä, hey, das ist voll dumm. Der ist doch gestorben hier. Guck mal, Totenkopf. Ist tot. Bestätigt. Es gibt keinen Weg, das aufzubekommen. Mann! Aber das Geburtsdatum können wir doch nicht eingeben. Ich kann ja auch wirklich. Wenn wir jetzt nochmal den Kobold probieren, vielleicht geht er jetzt, wo wir dieses andere. Also, wenn wir den in sein Schloss setzen. Ach so, oh ja, das stimmt. Wenn wir ihn in sein Schloss setzen. Esst's mal. So. Neuer Versuch. Kobold, willst du uns nicht helfen? Bitte. Nein. Mann. Das ergibt doch alles keinen Sinn hier. Ich will keinen Tipp. Gibt's noch irgendwelche Knöpfe, die wir nicht kennen? Nee. Hä? Das ist bestimmt dein Let's Play mit den meisten Häs. Ja, kann ich hier nicht einfach Schrauben ziehen? Aber zusammenbauen, aber wie? Guck mal da. Das ist doch, aber. Hier will der nicht. Aber. Wir brauchen noch den Rest hiervon, ne? Das Ding kommt dann da rein und dann kommt da das Öl da oben mit rein. Einfach komplett übersehen. Ja, hundertprozentig. Also muss ja so sein. Aber in den Notizen steht jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Nee. So, und hier, da habe ich auch noch nichts für gefunden. Das okkulte Buch ist abgeschlossen. Ja, danke. Das weiß ich auch. Ah, vielleicht müssen... Ach nee, wir... Ist ja das, ne? Ja. Mein Gedankengang war gerade dumm. Kobold, du weißt doch was über Bücher. Schade. Hä? Hier unten können wir auch noch die beiden Sachen machen. Och, Mann, ey. Wahrscheinlich ist dahinter der Schlüssel für das okkulte Buch. Vermutlich. Hä? Warum? Mann! So. Aber hier lag ja auch nichts mehr rum. Aber ich will mir keinen Tipp geben lassen. Ich bin dafür zu stolz. Noch irgendwas rum? Komme ich nur zurück? Wir müssen doch irgendwie an dieses scheiß Öl dran kommen. Ja, aber hier kann ich auch nichts weiter. Guck mal, der Schuppen ist so voll. Nimm doch einfach das Ding mit. Oder das da. Passt doch überall rein, nimm oder? Alles. Ja. Noch eine Angel. Mann. Willst du nicht hier im Schuppen bleiben? Können wir schön einsperren. Hm. No animals were harmed. Das ist ja auch kein Animal, das ist ein Kobold oder ein Teufelchen oder so. Dämon. Was hat denn... Kannst ja! Kannst du vielleicht ziehen, so rausziehen? Auch nicht, ne? Nee. Großzügigkeit und der ist der Gier. Hat das nicht irgendwas... Warum? Sollen wir uns einen Tipp geben lassen? Ja, komm. Okay. Also Esszimmer oder... Ne? Wenn das jetzt schon der Tipp war. Ernsthaft? Wow. Schön, danke. Also haben wir hier irgendwas vergessen. Also müssen wir den Kobold irgendwie ausräuchern. Kann ich den da runter... Ach, Mann. Also Tipps bringen... Komm, gib mir. Ja. Wir müssen noch darunter, okay. Okay, also irgendwas müssen wir in diesem Raum machen. Und jetzt müssen wir noch ein, zwei Momente warten, bis der wieder einen neuen Tipp geben kann. Und dann würde er wahrscheinlich wieder darauf zeigen, was wir eh schon gemacht haben. Vermutlich. Kombinieren geht nicht. Das geht auch nicht. Was ist denn mit diesem Kobold los? So, probieren wir nochmal. Wo? Aber wie? Aber es geht doch nichts. Aber, hä, konnte ich das? Nee. Ja, der Laster. Du bist doch ein Laster. Hä? Oh, doch, ich sehe gerade, wo der Totenkopf hin muss. Wow. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Oh. So, gib das her. Jetzt ist sehr schön. Ein richtig beschissenes Rätsel mache. Jetzt habe ich das. Was kann das? Oh, ach, ich habe die Gier gefunden. Unseren scheiß Kobold da vielleicht ablegen. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Sonja. Du hast ein wichtiges Artefakt gefunden. Die Schatulle, was auch immer. Ja. Vor langer Zeit hat ein Mensch einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen und der Teufel gab ihm als Belohnung seine Schatulle. Die Schatulle enthielt 7 Laster. Gier, Spiel, Neid, Wut, Lüge, Machtgier und Faulheit. Jedes der Laster wird durch einen Dämon der Hölle präsentiert. Wenn du sie triffst, wirst du sie sofort erkennen. Wenn es dir gelingt, alle Laster zu fangen und sie hier zu sammeln, wird die Macht des Eigentümers der Schatulle fast verschwunden sein. Und du wirst in der Lage sein, ihn zu besiegen. Das Laster, das in der Schatulle gesetzt wird, wird machtlos. Um die Laster zu fangen, merke dir eine wichtige Regel. Jedes Laster hat einen schwachen Punkt. Okay, wir haben die Gier schon mal gefunden. Bin ich ja mal gespannt, wenn wir irgendwie auf die Wut oder so treffen. Hä? Hä? Geht zur Gier? Ist doch der Kobold der Gier, oder nicht? Ja. Hä? Oh mein Gott. Warum nicht? Hä? Oh, das kann doch jetzt nicht sein. Ich wäre so auf jeden Fall der Faulheit. Muss alle 7 Dämonen dort... Warte, oder muss ich einfach so machen? Ah. Nee. Hä? Nein. Da komme ich immer noch nicht weiter. Hä? Ich voll längst und voll krass geil weitergekommen. Aber er war doch die Gier, oder? Oder ja. Muss ich einfach nach hier setzen? Ah. Wow. Sonja, du solltest wissen, dass man einen Spiegel nur ein einziges Mal betreten kann. Du kannst durch ihn nicht wieder zurückkehren. Jetzt musst du einen anderen Spiegel finden, irgendwie so. So, wir haben jetzt den Spiegelschlüssel. Aber war das denn... Egal, so, wir gehen wieder zurück. Oh, man muss einfach in die Mitte setzen, ey. So, das ist der Spiegel. Jetzt haben wir den Spiegel geöffnet. Aber müssen wir dafür nicht erst das Öl in den Projektor packen? Also... Ach, wir freuen uns einfach, dass irgendwas... Ich verstehe hier doch auch nichts. Sind das die Reste für das Rezept? Für den Projektor wahrscheinlich. Ernsthaft? Er gibt mir einfach seinen Müll hier raus, ey. Ja, richtig klasse. Guter Dämon. So. Können wir jetzt rein? Warte mal. Auf diesen Blättern könnten wertvolle Informationen stehen. Ja, dann gib doch mal her hier. Oh, auch das. Ah, guck mal, das ist die Zahl. 1853, die brauchen wir. Guck mal, das kommt nach oben in die Ecke. Hä, da kommt nach oben in die Ecke. Kann ich die irgendwie drehen? Mit Rechtsklick oder so? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es passt, weil es farblich so anders aussah, aber von mir aus? Nee. Aber da ist auf jeden Fall, das kann da. Aber das kommt trotzdem oben in die Ecke. Da ist eine Phrase dran, guck mal. Also, warte. Warte, das da meinst du? Ja. Okay, das ist gar nicht oben die Ecke. Aber das ist oben. Kann mir keiner erzählen. Dann kommt das nach da. Das kommt an Rand. Also kommt an Rand, hab ich gesagt. Das kommt in die Ecke. So. Hä? Ach so, warte mal. So. Das kommt nach unten. Das kommt an Rand. Das kommt nach hier. Puzzeln kann ich. So, 1853 steht da. Na. Können wir endlich die Krypta öffnen. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Obwohl, der sieht aus, als ob der da noch lebt. Aber da leuchtet die Krypta. Also sieht sehr nachdenklich aus. Beerdigungszug und das Datum 1853, okay. Definitiv jemand Wichtiges begraben. Vielleicht ein der McGraws? Der Mann scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein und er sieht fast genauso aus wie John. Wie kann das möglich sein? Nach dem Bildzuurteil muss John mittlerweile fast 200 Jahre alt sein. Wurde nicht irgendwas von Dämonen oder sowas gequatscht? Wir können den Spiegel sogar noch angucken, aber erstmal machen wir jetzt so das da. Ja, dann haben wir das endlich weg. Ah, jetzt kann ich hier drehen. Nice. Ba-bam! Oh, da ist ja das zum Projektor, ne? Ah. Trichter, Rahmen, sag Trichter, mir, wie sieht Öl. Das aus? Das. Das da? Der Ölmesser. Wie sieht es aus? Ich bin nicht ganz sicher, worauf ich hinaus will, tatsächlich. Ich habe den Ölmesser für den Projektor gefunden. Mensch. Das kann ich auch noch mitnehmen. Das Buchschloss, geil. Oh, nice. Jetzt haben wir hier alles fertig. Ey, so. Jetzt kommt Schlag auf Schlag.
So einfach, aber ne, wir haben ja erst einen Dämon gefunden. Wir müssen ja 7 finden. Wir haben noch einiges vor uns. Aber erstmal so. Her mit dem Buch. Crazy. Wow. Weiter. Drehe den roten und blauen Pfeil auf die richtigen Symbole, um den Zauberspruch lesen zu können. Hä, aber da muss. Warte mal. Ach so. Warte, wie? Aber ich kann jetzt nur den blauen drehen. Hä? Den roten kann ich gar nicht drehen. Kannst du ihn so drehen, als wenn du mit deinem Maus so... Ach so, ich kann... Ah, okay. Ich dachte, ich könnte ihn nur einmal drehen. So, der ist jetzt auf blau. Ist egal. Der ist auf rot. Da müsste jetzt dieses Zeichen kommen. Ah, oh, ich hab... Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, das ist das da. Jetzt brauchen wir das nächste rote. Das ist das, oder? Mhm. Wieder rot, da brauchen wir das da. Drehte 5. Die ist dort zwischen denen. Ist das nicht die da? Nee, das ist was zwischen denen da ist. Ah ja. Sehr gut. Stimmt, das ist die richtig rumme 5 da unten. Dann brauchen wir den Schnörkel. Den da, oder? Mhm. Brauchen wir. Das ist das da, oder? Das ist das Einzige, was noch so hinpasst. Ein bisschen unsauber geschrieben. Ist das, oder? Nee, ist das da. Ja. Das ist ein gerade nicht wie gesehen. Slipknot. Und jetzt brauchen wir noch das da, oder? Jo. Wow. 5 Symbole nicht benutzt. Die Zauberer. Gib. Ah. Und gleich wahrscheinlich noch so einen Einsatz dafür. Endlich. Das die ja. Das. Bauen. So, jetzt können wir zumindest erstmal die Anleitung zusammensetzen. Schraubenzieher haben wir noch. Okay, also wir brauchen. Da sind schon mal Schrauben. Ich brauche das. Wo ist denn das vier? Ist das das viereckige Ding? Nee. Ich glaube, das soll das und. Oder. Also ich glaube. Also wir können schon mal. Warte mal, wir brauchen dieses viereckige Ding hier. Ne? Ah, ja, stimmt. Ah, und davor muss aber noch dieses Dings da eingesetzt werden. Das da? Kommt da sicher später rein. Das ist doch erst Schritt 3. Ach so. Oder Schritt 2. Ah, okay, das wird danach dann eingesetzt. Genau, das kommt dann mit der da zusammen. Das ist dann die Linse da quasi. Und jetzt mal wieder andersrum, so. Nicht, dass es ja mal das gleiche aussieht. Ja, das geht hier eher so nicht weiter. Oh, da sind wir jetzt mit 2 Brillen auch ein bisschen nervig. So. Für die nächste Folge können wir uns ja entkleiden. Ja, gerne. Jetzt zu Corona-Zeiten, da muss man ja eh mal drin bleiben. Die Cam-Götze gehen ja bestimmt voll ab. So, oder kann ich das einfach hier dran machen? Nee. Ich muss ja irgendwie, also wir brauchen erstmal. Da oben ist das. Ah, ja, das habe ich gesucht. Jetzt kommt das da rein. Oder muss ich erst die Schrauben reinmachen? Müssen wir das erst fest. Oder, warte mal. Müssen wir die danach festschrauben oder vorher schon? Die Frage, ob wir jetzt erst das Ding einsetzen und dann festschrauben oder direkt fest. Wir schrauben erstmal direkt fest. Okay. Weil da ist ja auch so ein Gewinde drin. Naja, das wird einfach reingeschraubt. Genau. Weil ja sein können, dass es trotzdem dadurch festgezogen wird. Aber so modern ist das alles hier nicht. Ist noch einfacher. Ja, das ist noch die gute Handwerks. Ey, komm, gib mir das. Muss ich das nicht so kombinieren? Oder du setzt es erst ein? Hatte ich jetzt so gedacht, ich müsste erst. Mhm. Wir brauchen noch das. Ich muss erstmal das Öl holen gehen. Sorry. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja den Ölmesser. Oh, stimmt. Den müssen wir ja noch holen. Und dann kommen wir in die erste Spiegelwelt, ne? Yay! Hä? Aber das ist doch der Ölmesser! Versuch mal vielleicht nochmal so das Öl jetzt zu nehmen. Immer noch nicht. Oh. Vielleicht müssen wir den Ölmesser auch einfach nur einbauen. Kann auch sein. Ja, vielleicht kommt das Öl dann automatisch angefangen. Ja, vielleicht können wir es dann einfach holen. Zauberdrachenöl. Genau, der Zauberdrachenöl-Dings. So, jetzt müssen wir aber irgendwie, also, wir müssen die Linse da einsetzen. Das wollte ich ja gerade machen. Huch, da wollte er aber nicht. Wenn du versuchst. Aber das ist doch das Dia. Wenn du versuchst, das erstmal dort dran zu setzen und es aber dann hier reinzuschieben. Ah, jetzt geht das auf einmal. Gerade ging es nicht. Oh, ich habe vielleicht daneben geklickt, aber das ist egal. Danach hat niemand gefragt. So, Schritt 3. Jetzt müssen wir den Ölmesser irgendwie einsetzen. Oder? Der Ölmesser kommt davor.
Ah, und dieses. Und der Trichter kommt da oben dran. Ah, wir müssen es jetzt umdrehen, das Teil. Wie können wir das. Ah, da. Ah. Jetzt muss noch der Griff dran auf der anderen Seite. Muss ich noch dran, meinst du? Wir müssen es, glaube ich, wieder drehen jetzt. Ah, ja. Dann kommt der Griff wieder dran. Hä? Entschuldigung. Entschuldigung. Excuse me. Hä? Oder müssen wir das jetzt erst ölen? Oder muss ich vorne erst zumachen? Warte mal. Ne, zu weit gedreht. So. Weil wenn du von dort oben den Pinsel nimmst. Oh ja, irgendwas war mit dem Pinsel hier, ne? Wir müssen das erst. Ah, ach, dran guck mal. Kleben. Ja. Ah. Pinsel, Kleber. Ah. Crazy. Huh, nice. Glitzer, Glitzer. Fertig ist die Geschichte. So. Und jetzt kann ich ihn mitnehmen. Ah, und dann können wir vielleicht unterwegs quasi das Öl-to-go einfüllen. Genau. Muss nur noch aufladen. Oh nein. Oh, ich habe aus dem Bild geklickt. Alles gut, Leute. wir sind noch da. Ich bin nur kurz aus dem Bild. Pause. Ja, alles gut mit Pause. Ich will, kann ich nicht einfach jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich will doch nur wieder zurück. Lassen Sie mich gehen. Oh, da kotzt der Drache drauf. Und gleich das ganze Öl, Alter. Das ist die Zauberland. Okay, also ich hoffe, den können wir jetzt nicht nur einmal benutzen, weil wir müssen ja in 7 Welten. Kann ich jetzt einfach so machen? Ja. Kann ich. Nice. Das ganze Öl verbraucht für einmal. Oh, wow. Vielleicht hat der Baum sich aufgeladen wieder bis. Oh, da, wir müssen das woanders finden. Was auch immer. Ab in die Spiegelwelt. Wup, wup. So, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will Unreal Tournament spielen. So, wir sind in der Spiegelwelt. Müsste nicht jetzt eigentlich theoretisch alles genauso spielen? Gespiegelt aussehen wie vorher? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich so. Es ist so kalt und gruselig hier. Kommode. Nehmen wir. Wimmeln. Ach so, oh. Ich habe einfach irgendwas angegriffen. Aber es war richtig, die Rohrzange wollten wir. Ich wollte erstmal die Rohrzange nehmen. Okay. So. Runder Griff. Joker, Anker, Stern. Nageloffenes Schloss, Spinne. Waage, Wolke. Die Spinne gefunden. Briefmarke. Muttermonika. Schon wieder eine Briefmarke? Was ist denn bei den Leuten los? Das ist die Muttermonika, oder? Ja. Nein. Schreibset, Bleistift, Fernglas, 5. Und schon wieder die 5. Alter, das also zieht sich hier durch. Sich durch. Ja, ist ja verrückt. Da oben so. Ist der Stern. Jawohl. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Brauchen wir den? Ne, wir brauchen ein offenes Schloss. Das ist aber geschlossen, ne? Ah, dann müssen ich wir. Muss das vielleicht öffnen. Ah, sehr gut. Da so. Ist der Anker. Was, wo? Da rechts an dem Buch. Ah, ja. Ich habe auch den Nagel und gefunden. Da oben ist der Joker. Das sieht doch aus wie ein Nagel, oder? Das ist aber könnte, kein Nagel. Ja, es könnte ein Nagel. Aber wollte er nicht nehmen gerade. So. Ach, der Joker, da fehlt noch was. Müssen wir irgendwo hin machen? Oh. Was fehlt denn noch beim Joker? Hier auf die Karte. Ah, wollte gerade sagen. Sehr gut. Ah, da ist die 5. Ich habe auch das Wollknäuel gefunden. Ah ja. Ich nehme dran. Gib. Kommen einfach nicht damit klar, dass wir so schnell. Ja, das stimmt. So, Schreibset. Ich habe schon mal die Feder gefunden. Jetzt müssen wir noch Tinte dazu, oder? Hm. Ist das Tinte? Kann das sein? Probier's mal aus, vielleicht? Nee. Okay. Das war ein Versuch. Ah, da ist die Tinte. Ah ja, und ich habe auch das Fernglas gefunden. Perfekt. Ein runder Griff. Das ist eher eine Mühle, oder? Vielleicht ist das der runde Griff. Oh ja, das wäre zu einfach. So, aber dass das nicht als Nagel gilt, das wundert mich schon. Ja. Vielleicht zählt das als Nagel. Ah, vielleicht müssen wir den so. Ach, den müssen wir vielleicht mit der Zange rausziehen. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Nix. Her damit. Ist das vielleicht die Briefmarke oder das? Vielleicht eher das dort. Ja, das, oder? Nee, das eher nicht. Vielleicht eher das. Ah, es ist tatsächlich, okay. So, eine Waage. Das ist, wir müssen die Waage noch zusammenbauen mit damit. So, und jetzt noch ein Bleistift. Das ist immer überraschend, wie viel man auf einmal sieht, wenn man diese Brille runterzieht. So, wir brauchen einen Bleistift. Ist das ein Stift aus Blei? Nee, nicht ganz. Ich habe ein Messer gefunden. Ich habe Bohnen gefunden.
Bleistift. Ah, da oben. Oh, wow. Ja, mal gut. So, jetzt kriegen wir den runden Griff. Nice. So, Kommode abgehandelt. Die Uhr. Das Lied der Blumen. Ah, das ist der Blumenwalzer. Habe ich auch gerade gedacht. Oh, den mag ich gerne. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, so, gucken wir mal. Oh, hier schwer. Das ist irgendein Rätsel. Okay. Oder das nehmen wir einfach mit. Okay. Da scheint ein ungewöhnlicher Code für ein Schloss zu sein. Ich muss die Tür finden, zu der er passt. Oh. Okay, das war einfach. Wir wollen nochmal kurz gucken. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Sieht auch nach einem Rätsel aus. Oh ja. Es scheint ein Buch zu sein. Okay. Wir müssen also ein Buch finden. Dann gehen wir mal in den Korridor. Gespenstisch? Oh Gott. Zeigt er uns den Weg? Oder will er nur angeben? Ich glaube, er will nur pausen. Ja, ich glaube auch. Er hat den Spiegel kaputt gemacht. Dass wir nicht zurück können. So ein Arsch. Oh nein. Der Drache böse. Da fahren wir eine Kuh. Ja, weil ist der Drache böse. Oh je. Das ist derselbe Geist. Ich kann nie sein Gesicht im zerbrochenen Spiegel erkennen. Was bedeutet das? Das ist eh der John McGraw. Das ist eine Spinne. Hier ist jemand. Oh nein. Zum Knopfern? Das ist nur eine Alarmanlage. So, dann nehmen wir uns mal die Kuh mit. Ey! Der hört sich an wie eine Kuh. Die müssen wir also irgendwie beruhigen oder so. Guck mal, nee, da kann ich noch nicht angucken. Die Tür kann ich angucken, will ich aber noch nicht. Weil da geht es bestimmt weiter. Den nehme ich mit Staubwedel. Kann ich den Drachen kitzeln? Nee. Frag mal J.K. Rowling. Okay, wir sollen also das da wieder heile machen. Ah, oh ja, gut, das verstehe ich. Da wäre ich auch. Brauchen wir Klebeband. Wenn mein Spiegel kaputt wäre. Okay, dann müssen wir mal die Tür angucken gehen. Ah, Und unser Knopf muss da rein. Oh ja. Oh, da steht der Code perfekt. Nice. Ja, alle Drehgriffe. Ach so, oh. Oh nein, schon wieder sowas hier. Oh. Oder? Ich muss doch bestimmt hier. Oh. Okay. Ist jetzt irgendwas passiert? Ich glaube, wir müssen es da oben umstellen, damit. Ja, dachte ich auch gerade, aber wie kann ich das? Ich kann das nicht greifen. Kannst du auf das Symbol klicken? Ah, ich kann hier drauf klicken, okay. Alles falsch. Also die beiden sind schon mal richtig. Wenn wir hier drin, werden die vielleicht einfach nur getauscht, die sie beiden da haben. Wenn die komplett. Hä? Ich verstehe da nicht. Ich auch nicht. Okay, jetzt. Okay, das war das war gewollt. Ah, okay, weil der eine da. Ah. Oh. Hä? Ich verstehe das nicht. Okay, der und. Warte mal, also der ist. Wenn ich nach da drücke, dann geht nur die Seite. Mhm. Wenn ich hier drücke, geht nur die Seite. Wenn ich da drücke, drehen sich wieder alle. Wenn ich da drücke. Ist der vorderste richtig? Ich glaube, wir müssen irgendwie rausfinden, wann sich alle drehen und wann sich nur die beiden drehen. Und hier, also bei dem dreht sich nur die Seite. Bei dem ist es der und weiß ich gar nicht. Ja, also da ist hier die Oma-Hexe. Ja, wenn richtig? Ich jetzt nochmal. Ich will nicht überspringen. So, jetzt habe ich die beiden schon mal richtig. Geil. Jetzt muss ich hier noch die beiden richtigen Symbole finden, dann kann ich das alles mit dem ein irgendwie durchwechseln. Kann das? Ich muss jetzt nur noch den, aber dadurch muss ich, glaube ich, erstmal nochmal alles ändern. Das war ja, glaube ich, der. Oh. Ja, also wir müssen erstmal die beiden Symbole. Oh, die sind gerade richtig. Hm. Jetzt muss ich nur noch hier die richtigen beiden hinkriegen. Hä, jetzt ist alles weg? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe auch gerade das Falsche geklickt, aber ja, darum geht's nicht. Falsch rum. Warte mal, welche waren das hier nochmal? Der und der? Nee, der, ne? Nee. Ich glaube. Nee, okay. Ja, hä? Ich, also. Oder war es das B da drunter? Ja.
Ah. Die beiden sind schon mal richtig. Jetzt muss ich nur die beiden richtig hinkriegen. Ich drehe einfach die Seite so. Ist der noch? Ich glaube, hier war es kein anderer. Ich glaube, hier sind sie immer damit. Kannst du auch nochmal versuchen. Oh, nee, doch nicht. Hast recht. Oh, geil. Sehr geil. Gut. Ja, das war gewollt. Selbstverständlich. Wir haben das so geplant. Selbstverfreilich. So. Ins Casino. Oh, das ist aber ganz schwierig. Wow, vielleicht versammeln sich die reichen Leute hier vor dem Spiel. Ich fühle mich hier nicht alleine. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da bin ich mir auch gar nicht sicher. So, ich gucke mir erstmal das an. Nee, erstmal nicht, danke. Klatschkolumne. Unglaubliches Glück. Heute hat Mr. Venturos unheimliches Glück. Mr. Venturos hat von seinem alten Freund, dem Grafen John McGraw, hallo, eine hohe Summe beim Roulette gewonnen. 1830 war das und da gab es John McGraw schon. Was eigentlich nicht sein kann. Alles sehr mysteriös hier. Mysteriös. Ich bräuchte jetzt meine Pfeife. So plupp, plupp. Oh, ich habe gar kein Tee mehr, den ich schlürfen kann, aber. Ja, sag doch was, ich habe ja noch mehr. Spill the tea. Ja, lieber nicht. Ich will hier Promi-Flash lesen. So. Mr. Venturos selbst erklärte, dass es an seinem Glückschips und der Gewinnkombination lag, die in der Summe immer bei 666, der Zahl des Teufels, lag. Mr. Venturos gab uns seine Zustimmung, diese Gewinnkombination zu veröffentlichen, die Summe aller Wetten. Oh, guck mal, da steht noch was. Die Zeitung wurde teilweise in Stücke geschnitten und nicht alle Zahlen sind deutlich zu erkennen. Ich brauche aber nur die Chips in die richtige Reihenfolge zu setzen. Oh Gott, jetzt brauchen wir Mathe. Also das 5 mal 3 sind 15. 1 mal 1 sind 1, ist klar. 5, das sind 600. Das heißt... Hä? Ah doch, der 1 kommt ja dann auf die 50, auf die 600. Passt, ja. Also brauchen wir eine 2. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit der... Ja, okay. Oder müssen wir hier... Nee, können wir nichts weiter machen. Daten und Uhrzeiten, okay. Ah, guck mal, das wechselt da bei diesem John McGrath. Warte, ja. Oh. Okay, ich habe das Richtige gemacht. Bei dem John, der hat immer dieses W zu einem Y gewechselt. Aha, okay. John McRae, John McGrath. Da steht eine Uhrzeit auf dem Spielplan. 16 Stunden, 35 Minuten, 10 Sekunden. Wie genau? Und da ist ein markiertes Datum im Kalender. 12. September 18:30. Ich habe das Datum und die exakte Zeit. Das ist das Jahr, in dem der Schuldschein sein muss, den der Dämon des Spiels haben will. Wie komme ich ins Jahr 18:30? Okay, so weit war ich noch gar nicht, aber nehme ich mal so hin. Wo ist denn unser Kobold? Da! Oh, er sieht so süß aus. Brauchst du Glückschips? Oh, er sieht cool aus. Ja, wenn du dich am Kartenspiel schlägst, gehören die Chips dir. So, ja. Okay. Wir brauchen also den Schuldschein, ja? Ich lese das jetzt gerade nicht vor, ich habe es mir nur durchgelesen. So, also kriegen wir da jetzt den Schuldschein her? Oder wie funktioniert das? Ah, ne, okay. Das kommt erst danach. Okay. Also wir brauchen jetzt den Schuldschein, oder wie habe ich das verstanden? Möchte mit mir handeln. Gut, du willst einen Schuldschein und ich brauche Chips. Also werden wir den Schuldschein besorgen. Ja, gut. Wir müssen den Schuldschein kriegen. Der scheint nicht hier zu sein. In den anderen Raum hinter ihm ging es noch nicht? Da war gerade nichts, meine ich. Da konnte ich nichts machen. Achso, okay. Ich kann jetzt nur ihn angucken und den Tisch. Und da brauchen wir die Chips von ihm. Da. Vielleicht können wir das. Vielleicht können wir das sauber machen. Oh, da ist eine Spinnwebe. Warte. Okay. Das ist eine heftige Spinnwebe. Ja, nein, das ist noch zu dunkel dafür. Warte mal. Erstmal putzen. Nee. Will nicht. Eine seltsame Art von Geld. Also brauche ich dafür auch die Chips oder so? Keine Ahnung. Das ist bestimmt der Ginny kommt raus. Ja. Oder was? Vielleicht können wir den Zucker frei rubbeln. Ich hätte wirklich gerne eine heiße Tasse Tee. Tja. Dann brauchen wir Feuer. Da auf eine Tasse Tee. Jawohl. Ich habe hier einen Staubwedel. Was mache ich denn damit? Also ich kann auch nur noch ins Bücherregal, aber da ist nicht immer schmutzig. Wir brauchen Feuer dafür, oder? Würde ich jetzt behaupten. Hätte ich jetzt auch getippt. Oder Öl oder... Ah ne, gut, ich habe noch keinen Dämon. Also ist egal. Tschüss, ich gehe wieder. Weil den Scheiß... Kann ich hier wieder zurück? Ah, nicht geladen, okay. Wahrscheinlich, aber... Hä?
An dem Baum kann man auch nichts machen? Nee. Der steht nur hässlich rum. Hier beim Drachen müssen wir das irgendwie fixen. Hm. Aber wie? Die Kuh. Ja, er muss vor Schmerzen gezischt haben. Ich sollte ihm helfen. Das hat was mit Zischen zu tun? Hier muss man die Lampe anmachen. Ah, ja. Denke ich mal. Sieh vielleicht mutzig? Schal. Also brauchen wir was zum Lampe anmachen. Hier, so helle, kann ich mir doch bestimmt irgendwie eine Kerze klauen oder so. Hier so eine Kerze da. Die hätte ich gerne. Hm. Sie noch irgendwo. Hier, nee, kann man auch nur das nehmen, ne? Könnte ich nur darauf klicken, okay. Bei ihm können wir auch nicht. Da können wir wahrscheinlich auch erst wieder was machen. Können wir vielleicht dieses Feuerzeug hier nehmen? Ist das ein Feuerzeug? Oh ja. Das können wir vielleicht nehmen. Nice. Dann können wir vielleicht die Teekanne auch anmachen. Vielleicht auch das. Jetzt hat die bestimmt Angst und haut ab. Oh, aber sieht sie eh ganz schön ziemlich knuffig aus, ja. Oh. Drücke auf die Augen der Spinne, bis alle Augen geschlossen sind. Oh, das ist aber böse. Oh, wie gemein. Blub. 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 Schade. Wenn ich jetzt irgendwie sind wir wieder am Anfang, glaube ich. Ja, irgendwas merken können, aber habe ich nicht. Ich suche noch ein Auge, aber wenn ich da jetzt drauf drücke, geht bestimmt alles auf. Ich sag's dir. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Fangen wir damit an. Fangen wir mal damit an. Können Sie sich bestimmt auch irgendwelche Kombinationen hier merken, wie das funktioniert, aber das will ich nicht. Das wäre auch zu einfach. Oh, das ist mir jetzt zu viel Varianz und das ist zu undurchsichtig. Bei so den runden Dingern, da kann man irgendwie noch halb sehen, wo es lang geht. Ich könnte jetzt auch notieren, welches Auge was macht, aber das will ich nicht. Ich glaube, es sind immer die zwei, die davon abgehen. Die aber nicht immer. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sind alle drei hier aufgegangen. Jetzt aber beim Zugehen nur eins. Ich kann auch doppelt drauf drücken. Okay, also doch, ja doch, jetzt wird's umgekehrt. So, jetzt müssen wir versuchen, dass wir... Warte mal, wenn ich das jetzt aufmache... Jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie... Und jetzt, wenn du das unterste hier nimmst? Nee, dann werden, glaube ich, die beiden auch... Also umgekehrt, dann ist das offen und der Rest ist zu. Das Gleiche gilt dann hier. Wir müssen jetzt versuchen, dass wir entweder alle irgendwie hier zukriegen... Oder alle aufkriegen, damit dem Auge das zumachen können. Oh Gott. Warte mal, ich habe einen Plan. Ah, doch nicht, ich habe das Auge vergessen. Sonst hätte ich jetzt gedacht, weil dann hätten es jetzt fast geklappt, aber... Okay, wir haben schon mal das Prinzip verstanden. Jetzt gehen die beiden oder die drei wieder auf, genau. Echte arme Spinne. Ja, aber es scheint sie ja irgendwie nicht zu stören. Die chillt einfach. Die gönnt sich hart. So, aber es gibt ja nichts, wo nicht immer alle Augen betroffen. Ja, ich dachte auch gerade, aber... Ah, jetzt weiß ich was. Vielleicht? Nee, warte mal. Aber jetzt sind alle offen. Aber es müssen alle geschlossen sein. Wir brauchen das Gleiche, nur andersrum. So, wenn ich jetzt nämlich hier drücke... Dann gehen die wieder zu, alle. Aber das funktioniert ja nicht. Jetzt sind alle wieder zu. Wenn ich jetzt hier drücke, gehen die beiden wieder auf. Schade. So, jetzt sind die beiden auf. Die beiden auch auf. Jetzt ist nur noch das auf. Das ist alles so schwierig. Ein Auge ist kein Auge. Drück mal ein Auge zu. Ja, mit dem zweiten sieht man besser. Oh Gott. So, jetzt, wenn ich das drücke, dann geht das auf und das zu. Das wahrscheinlich auch zu. Ah, nee, das bleibt zu. Ah, das ist... Diesen beiden sind nicht verbunden. Interessant. Das ist so unser Dreh- und Angelpunkt, sage ich mal. Vielleicht auch nicht. Hm.
Nee, das funktioniert so nicht. Das war jetzt ganz falsch. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung und wir wissen ja. Ja, wahrscheinlich. Nee, das funktioniert so auch nicht. Nee, das klappt nicht. Ich gehe nochmal zurück. Ha. Also wichtig ist nur, die beiden Augen sind nicht miteinander verbunden. Das ist bestimmt, das ist der Punkt. Ich sage dir. So, wenn ich jetzt... Nee, die zählen ja immer für beide, oder? Dann geht das nämlich auf, genau. Ha. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Warte mal, wenn ich... Nee, warte mal. Ich muss... So. 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 Nee, war nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So. Scheiße. So viele Nachrichten. Einmal kurz ins Internet angemacht und auf einmal hoch. Oh Gott. Das geht so nicht. Das hört sich an, als würde ich angerufen. So ein bisschen. Bist halt Fame. Hilfe, ich glaube nicht. So, jetzt haben wir nur die beiden oben auf. Ist auch super. Können wir nicht einfach hier den Bildschirm abschneiden? Ja. Zwei Augen brauchst du doch noch. Ja, genau. Wie soll das von A nach B krabbeln? Wir müssen, also irgendwie müssen wir es letztlich hinbekommen, dass die beiden auf sind und die beiden zu oder so oder je nachdem und dann können wir das dann hier quasi dadurch invertieren. Also die müssen eigentlich gleich sein und alle anderen müssen zu sein. So nach dem Motto. Ich glaube, ich träume heute Nacht von diesen Augen. Jetzt haben wir das wie vorhin schon mal. Mann. Kann doch nicht sein hier. Die Rätselmaster sind am Start. Definitiv. Warte mal, wenn ich jetzt hier drücke, ist das gleiche Prinzip wie vorher. Mach doch nicht solche Geräusche, Digga. Geräusche, aber ja, wo kommt das her? Was ist das? Hör einfach alles nochmal auf. Also fast auf, bis auf das da. Das macht mich gerade voll fertig. Die anderen waren irgendwie... Hatte ich Glück, aber... So? Nee. Nee, dann wird das in der Mitte wieder zu, also... So, wenn ich nämlich hier drücke, dann geht das nämlich wieder auf. Warum funktioniert das nicht? Oh Gott. Hab ich auch die äußeren Augen viel zu wenig benutzt. Nee, und ergibt keinen Sinn. Warum seid ihr wieder zu? Geht wieder auf. Das funktioniert alles nicht. Ich will das aber nicht überspringen. Wir drücken jetzt einfach mal fröhlich durch die Gegend. Nee, dann kommt das letzte Mal wieder. So. Wahrscheinlich, wenn man einfach mal kurz drüber nachdenken würde, würde man es rausfinden, aber ich will nicht drüber nachdenken. Oh, nee. Ich meine, wir haben ja immerhin schon das Prinzip dahinter verstanden. Das ist halt schon total. Weil der dreht sich alles. So, ja, aber wir haben ja das Prinzip schon mal verstanden. Immerhin. Jetzt müssen wir nur noch die Lösung dazu finden. Nee, warte mal. So. So. Vielleicht bringt das ja was. Wenn ich jetzt hier drücke, dann gehen die zu und das geht auf. Wenn ich danach nochmal da drücke, dann geht das wieder auf. Und das auch. Oh. Ja, klappt doch.
Ich wusste, ja, natürlich, ich wusste, wie das geht. Natürlich, du hast uns mal in der Nase herumgeführt. So. Warte mal, erstmal gucken, ob wir jetzt den Tee anzünden können, bevor wir weitergehen. Ja, das ist mir wichtig. Mir auch. Und das klappt sogar. Hoch die Tassen. Ist ja auch instant am Beulen hier, ey. Guck mal her. Jetzt habe ich heißen Tee dabei. Kann schön in die Hose gesteckt. Ja, Mensch. Wenn du ja nicht frierst, machen wir bestimmt gleich hier den heißen Tee. Den. So. Hatten wir irgendwas mit dem Datum? Ja, wann der gewonnen hat oder sowas irgendwie. Aber wir brauchen auch Schlüssel, glaube ich. Ne? Ja. Ah, 1.55.25. Nee, das ist ja das für, nee, das, für, das, für die ach, Chips. Ja, stimmt. 18.30. 12. September. 18.30. 16.35.10. Sonst okay, was weiter? Aber da brauchen wir trotzdem die Schlüssel für, denke ich mal, oder? Denke auch. Kann ich Schlaube wieder reinpacken? Nee. Erstmal hier abwischen. Schön. Nee, ja, so das andere Ende kann ja als Schlüssel gelten, vielleicht. Hier mal, ach, schon wieder ein Schlüssel. Was haben die denn alle hier mit ihren vielen Schlüsseln, ey? Übelster Schlüsselfetisch. So, geh mal her. Was kann das denn? In dieser Welt kann Eis eine ungewöhnliche Eigenschaft haben. Wenn es vermutlich getroffen wird, erinnert sich das Eis, was darin gespiegelt wurde. Ich habe ein Experiment durchgeführt, um den Eislotus, bla, was auch immer. Das Buch nehmen wir auch gleich mit. Kann ich merken? Oh, ich kann ja. Kann ich mal sauber machen. Oh, endlich. Ja, was? Ich will doch. So. Oh. Spinnen haben wir doch schon vertrieben. Traum. Ja, und nu? Muss ich nochmal angucken extra? Oh. Ich habe schon mal einen Schlüssel gefunden. Schlüssel und Schloss habe ich schon mal gefunden. Okay. Da ist Gift. Man muss der Wein. Ach, da ist die Schlange und das Gift, oder? Passt der nicht zusammen? Vielleicht die da Schwalbe und die Libelle, weil beides. Obwohl, Libelle und Wespe vielleicht wegen. Wo ist denn die Libelle? Die sehe ich gerade hier. Ah, da ja. Gucken wir mal. Freundin von mir, die hat so geisteskranke Angst vor Libellen. Das ist richtig krass bei ihr. Bei meiner Großmutter im Garten sind früher mal Libellen rumgeflogen. Die haben aber manchmal mit der Hand gefangen. Oh, ich mag Libellen eigentlich. Die sind auch cool. Dragonfly heißen die. Ja. Also das kann ja nicht schlecht sein. Ja, voll. So. Wir haben bestimmt irgendwo einen Vogel, weil ich Federn sehe. Ja, ich sehe den Vogel. Ah, stimmt, ja. Den wo sind die Federn? Wie dumm. Ach, da. Ja, da. Ich habe schon die ganze Zeit die Schwalbe angeguckt. Ja, das habe ich auch gesagt, Schwalbe und Libelle. Sie haben eine Blume, die gehört bestimmt irgendwie in eine Vase oder so. Ich habe schon mal die 7 und das ist die 6, kann das sein? Ah, ja. Ich sehe auch ein Schneckenhaus und ein Seepferdchen. Und dieses Wappen. Und jetzt bin ich komplett raus. Der Federhandschuh. Ja, aber die Feder ist ja schon weg. Die Totenköpfe, was zu sagen? Ist hier wohl eine Schnecke? Nacktschick? Oh, und da ist ein Schwert. Schwert und Schild. Also Schwert im Rahmen. Ach so, hier, ja. Und da ist der Schild. Genau. Mhm. Mit dem Wein und dem Glas, das gehört ja eigentlich eh schon zusammen, oder? Zählt das vielleicht trotzdem? Nee, zählt nicht. Schade. Du kannst ja mal versuchen. Ja, kann ja nicht schaden, so. Vielleicht Handschuhe und Hand. Mhm. Und? Mein Magen macht komische Geräusche. Und die Hand? Das ist ein rechter Handschuh, das heißt, könnte auch die sein. Oder die. Das war nur wahrscheinlich der Kater. Ja. Oder die Katze. Guck mal, der ist doch dann. Na, kann ich auch nicht anklicken. So, damit müssen wir was anfangen können, oder? Ja, vielleicht mit dem. Also, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht mit dem Seepferdchen. Ja, ist ja eine Muschel quasi. Ja, schön. Wo ist denn das Seepferdchen? Da am Revers des Butlers. Das da? Nee. Ach so, ach da, ja. Ja, das gehört zusammen. Oh, krass. Ja, ist ja so ein Seekrams. Ja. Alles so. So, jetzt haben wir noch 3 über. Wer? Vielleicht Handschuh und Hut? Oh ja, das könnte es sein. Gut, dass ich alle Hände ausprobiere, aber den Hut nicht. Die Rose muss bestimmt auch immer dazugehören, oder? Glaube ich auch. Vielleicht zum Kelch, so wie eine Vase? Darüber liegt aber. Nee, passt nicht ganz. Vielleicht da als Vase? Ist das eine Vase? Aber das ging ja auch nicht anzuwählen. Der Brief hat bestimmt auch irgendwas zu sagen. Oder? Was geht denn? Wir können ja mal ausprobieren, was noch anzuwählen geht. Das kann man, glaube ich, erst sehen, wenn man es angeklickt hat. Und ich weiß nicht, wenn ich zu viel rumklicke, ob ich dann nicht wieder Fehler kriege. Na ja, gut. Karten kann ich nicht anklicken. Die hier sehen irgendwie so. Also das die sind so präsenter, meinst du, ja? Sehr gut. Gut, dass wir immer Briefmarken aussprechen. Ja, ja. Das gehört dazu. So, jetzt brauchen wir noch nur noch eine Sache. Ich dachte noch zwei. Ich dachte, also die Rose gehört irgendwo dazu, die konnte ich ja anklicken.
Aber wozu? Ich finde, das da oben sieht irgendwie nach irgendwas aus. Dachte ich mir auch schon, aber da haben wir ja gerade schon was hergenommen. Ach so. Ne? Da war doch die Muschel drauf. Stimmt, ja. Zählt das da vielleicht als Vase? Nee. Haben wir im Rahmen vielleicht noch was? Wir hatten ja nur ein Schwert im Rahmen, nur eine Sache. Die Totenköpfe, die haben doch bestimmt auch. Kann ich nicht anklicken, okay. Wo kann denn die Rose noch dazu zu? Klick einfach alles an. Ja, das hatte ich schon. Wo könnte eine Rose dazu? Vielleicht will ich die im Mund nehmen? Oder hier in das Ohr? Hä? Sein Haarband kann man auch nicht anklicken, oder? Nee, da hatten wir ja schon die Feder hergenommen. Stimmt. Ist doch irgendwas, was irgendwie präsent aussieht? Weil mit der Briefmarke halt auch so, die sah ja auch so ein bisschen schick aus. Aber also der sieht zwar ein bisschen vordergründig aus, aber anklicken kann ich den nicht. Die Karten hast du ja auch schon anprobiert, der Legestapel. Naja. Ja. Nein! Fatal! Aber irgendwas, also muss auch was mit der Rose gehen, weil die kann ich ja anklicken. Ich sehe halt auch gar nichts mehr, was so hervorsteht. Ich verstehe das auch alles nicht. Ha. Hier mal. Ah, hier vielleicht dieses Blatt. Weißt du das da? Oh. Ah, okay, das war aber echt. Ja, aber irgendwas versteckt. Im Rahmen, sag ich doch. Jetzt habe ich den Schädel. Ich habe ein paar Schädel gefunden. Okay, cool. Nice. Balkon können wir auch gleich gucken. Ansonsten gibt es hier weiter nichts. Kann ich vielleicht die Schädel in die Uhr packen? Nee, schade. Auf dem Alle Typ Schier. Der Anblick von hier ist fantastisch. Fantaströs. Das zweite Versteck mit Öl ist im Altar des Gleichgewichts. Ich habe auch eine Eiskerze in den Eislotus platziert. Ein Effekt des Öls. Blumen können nur auf den Altären wachsen. Okay. Okay. Ah, die sind eingefroren. Oh. Nehmen wir heißes Wasser. Dann würde auch funktionieren. Oh, der schöne Tee. Jetzt haben wir einen Run. So richtig. Gut, dass wir vorgearbeitet und haben. Und gleich hängen wir wieder richtig alle, fest. Ja, pssst, alle fürs Endgame. Guck mal, das ist das Gleichgewicht. Okay, das ist also so das, wo wir am Ende hin müssen. Okay. Ein Blumenblatt scheint zu fehlen. Ein Blütenblatt, okay. Dann wissen wir schon mal da weiter. So, die drei Schlüssel sind doch bestimmt hier. Hier kommen drei Schlüssel rein. Mhm. Badum. Und jetzt muss ich das Datum eingeben. Okay, was war das nochmal? Hier können wir doch kurz... 12. September oder so? Ich glaube, 12. September. 18.30. Achso. Ach, da oben fehlt noch was. Ah, okay. Ah, dann können wir vielleicht erst das Buch einsortieren. Ah ja, stimmt, wir haben ein Buch gekriegt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist gut, dass du da bist. Mit dem zweiten Menschen sieht man besser. Ja. So. Oh, jetzt haben wir das wirklich. Och nein. Oh, ich hasse sowas. Kann das doch nicht. Ja, mach doch. Oh, yeah. Kann ich noch weiter nach oben? Nee, warte mal. Wir müssen das rote Buch da wegkriegen. Das muss nach. Ach, nach rechts. Ganz rechts bewegen. Ich wollte das jetzt erstmal nach links schieben. Ha. Okay, also alle quer und hoch kann man also nur so machen. Okay. Wir müssen das Rote bestimmt erstmal da aus der Seite rauskriegen. Aber auch. So funktioniert der ganze Quatsch doch immer. So, geparkt. Okay. Dann muss das einen nach hoch. Da. Warte mal. Nee. Ja. Passt dann, nicht. Doch, ja, ich hab eine Idee. Hoch, dann können die nämlich dahinter parken. Ich hatte jetzt die Idee, dass das einfach rüber kann, dann können die beiden runter irgendwie. Problem ist ja nur, dann ist das ein Weg. Aber mein Gedanke war jetzt so, dass wir das dann jetzt ganz unten haben. Jetzt kann das ganz runter. Jetzt haben wir da nur noch einen Weg, aber was soll's. Warte mal. Nee, okay, warte mal. Wir müssen das Buch erst unten lassen. Und dann können wir das da drüber schieben. Nein, nichts weiter hier. Nerv nicht. Ich
dachte gerade schon, ich habe es geschafft, weil es hätte mich jetzt gewundert. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses... Ja. So. Aber weiter nach oben geht das ja auch nicht. So, wir müssten... Ich hätte jetzt überlegt, dass wir das irgendwie darüber... Ah, oh, das ist ja eh zu groß. Das Buch ist ja drei lang. Wenn wir das erstmal ganz hoch machen, die beiden unten da zur Seite, dann können wir die umparken. Wir müssen aber das hier halt irgendwie wegkriegen, aber wir... Aber... Wenn du das hoch... Ah, ich hab eine Idee. So, wir schieben das erstmal ganz weg. Jetzt ist da... Wir könnten nämlich das, was jetzt ganz rechts unten ist, könnten wir dann unter das mit der Schleife schieben? Ja, können wir versuchen. Geh doch einfach direkt rüber, geh doch einfach durch. So. Ich lasse einfach hier erstmal... Ah, warte mal. So. Neue Idee. Schieben das jetzt erstmal ganz rüber, damit wir das dann irgendwie nach unten bringen können, weil warum auch immer. Wird schon irgendwas bringen. Hauptsache weg. Genau. Wundert mich aber, dass wir die oben bisher noch gar nicht gebraucht haben. Stimmt. Das macht mich skeptisch. Kann ja alles sein. Ach, jetzt ist das wieder ein Weg, um das runterzukriegen. Ach, das ist doch kacke. Warte, ich habe ein neuer Gedanke. Dann passt das nämlich auch mit dem, dass wir das da brauchen. Obwohl das dann gleich im Weg sein wird. Ich habe jetzt überlegt, dass wir jetzt erstmal das hier nach oben schieben. Das Problem ist, also ich wollte dann eigentlich das wieder hier zurückschieben, damit das dann irgendwie runter kann oder so. Ah doch, das reicht noch. So, Gedanke dahinter war, wir brauchen eigentlich nur das Blaue weg. Das kann dann rüber. Rutsch doch einfach komplett durch, Bruder. So, und jetzt haben wir das nämlich hier einmal durch. Ne, warte mal, das passt auch nicht ganz. Jetzt muss ich das wieder nach da kriegen. Nee. Passt doch alles nicht hier. So, das müsste jetzt halt drüber, aber ich muss das ja nach da oben kriegen. Das war jetzt so mein Gedanke. Aber dazu muss das wieder... Ach. Wir machen nochmal neu. Oh, das sah ja ganz anders aus. Wir probieren das erstmal direkt so. 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 Ich glaube, der Anfang war jetzt schon schlecht, weil ich jetzt das Blaue gar nicht mehr rüberkriege. Hä? Nee, aber dann ist das... Ah, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn ich jetzt nämlich hier runter mache, dann ist das immer im Weg da bei dem Roten. Könnte ich es aber nach oben machen. Aber das bringt nichts. Würde ich jetzt mal behaupten. Das muss also definitiv nach unten. Dazu muss das Blaue weg. Um das Blaue wegzukriegen, muss das aber wieder nach oben. Ja. Aber wenn ich das nach oben mache, kommt das Rot. Ach. Also ich weiß, wie ich das Blaue jetzt wegkriege. Boah, das dauert hier. Ne, warte mal, andersrum, falsch rum. So schön aufgeräumt jetzt da vorne aus. Wenn das jetzt klappen würde, wäre das... Also, das sieht jetzt zwar richtig aus, aber das erscheint mir gerade zu einfach. Aber das klappt. Aber das ist doch viel zu einfach. Aber es klappt. Ja, okay, aber hä? Nein. Jetzt rutsch doch einfach durch, Bruder. So. Ha. Okay. Yeah. Das ist alles irgendwie doch nicht so schwer, wie man immer denkt. Ja, manchmal denkt man einfach viel zu kompliziert. Das Ding ist, ich denke bei solchen Sachen halt wirklich gar nicht, weil ich mir gar nicht erst einen Überblick verschaffen will. Ich habe meine Fähigkeiten weiter getestet, die er mir gegeben hat. Jetzt beherrsche ich die Zeit.
ein wenig Magie auf eine normale Umgebung U angewendet und die Zeit ist kein Hindernis mehr. Deshalb ist der wahrscheinlich auch schon so alt, der Junge. Ah, da ist noch ein. Das fehlt für die Uhr da oben. Das wird es sein. War meisterlich, in dem meisterlich. Raum. Im Salon. Oh, guck mal, jetzt steht's auch an ihm, ist doch super. Ja, Mensch. Super. Ja, wie, ach, das geht nur bis 3. Ich habe gerade ewig geklickt, weil ich dachte, das kommt bestimmt. Ich auch. Ah ja, klar, sind ja nur maximal 31 Tage. Stimmt. Halt, stopp, ich muss die Uhrzeit einstellen. Oh, hat er, glaube ich, automatisch gemacht. Oder? Kann ich jetzt drehen? Och, nö. Nee. Oh. Hätte man jetzt ahnen können. Ja, warum steht wieder denn die Uhrzeit nicht daneben? So, welche Uhrzeit brauchen wir denn? Warte mal. Okay, das ist einfach nur okay, bla bla. Wir brauchen... Ah, du warst gerade, glaube ich, ganz unten. Echt? 18:30? Ja, das ist ja das Jahr. Die Uhrzeit ist ja das, was hier stand. 16:35:10. 16 Stunden? Wie macht man das denn auf einer analogen Uhr? 16 Uhr, 16:35 Uhr und da oben 10 Sekunden. Ja, aber also müssen wir hier mit dem auf der 4 sein. Ja. Und 35. Danke schon. Okay, damit bewegen sich nur die beiden. Nochmal probieren, damit bewegen sich nur die beiden. Gut. Der hat immer eine halbe Runde gemacht, oder? Also eine Viertelrunde, genau. Ah, ja. Der geht eine Viertel da oben, wie viel macht er da? Immer 20 Sekunden, also auch ein Drittel hier. Da ein Drittel, da ein Viertel. Da drehen sich nur die beiden. Und da drehen sich wahrscheinlich... Ne, da drehen sich nur die beiden. Oh, okay. Und da geht es auch dann 20 Minuten Schritte. Wir müssen jetzt auf 35 kommen. Das heißt, hiermit wären wir jetzt schon auf 35. Das ist schon mal... Also damit hätten wir jetzt hier die 35. Mhm. Da oben hätten wir schon mal die, weiß ich nicht, was wir brauchen. 10 Sekunden brauchen wir. Da oben nochmal. Da ist schon mal die 4. Ah. Jetzt fehlen nur noch da oben. Sind wir jetzt 20 Sekunden zu weit. Und jetzt die nochmal drehe, geht alles wieder kaputt. Oh. Obwohl, der Abstand bleibt gleich, oder? Ja. Nein. Nein, bleibt er nicht. Schade Schokolade. Egal, wir drehen einfach hier noch ein paar Mal. Okay, da sind auch zu viele Sekunden. So, da macht er immer, da macht er 20er Schritte und, oh, jetzt müsste man wieder Mathe machen. Wir brauchen Mathe-Mann. Kennst du Mathe-Mann? Ich wäre gern Mathe-Mann, aber ja. ich bin das Gegenteil. So, also jetzt haben wir da schon mal die 10 Sekunden. Jetzt muss ich nur mal mit den Zeigern hier drehen. Nein, hat zu viel. Wir drehen einfach hier lange so weit, bis es passt. Vielleicht klappt das ja irgendwann. Wir probieren das einfach mal aus. So, 3-4 Runden. Könnte man bestimmt auch ausrechnen, aber das will ich jetzt nicht. Nee, auf keinen. Ja, und sonst so? Was machen das Frauen, passt, Kinder? Das, ja, du... Welche? ist jetzt schwierig. Also kann ich jetzt alle nicht sehen, weil ne, muss ja zu Hause bleiben. Ich bin dann auch zu faul. Same. Bin einfach nur froh, dass ich kinderlos bin. Ja. Die ich natürlich abgegeben habe. Zum Glück verdiene ich halt weniger, deshalb muss ich keine Alimente zahlen und ich kriege das Kindergeld, obwohl ich hier nicht wohne. Also Existenz ist gesichert, solange die noch jung genug sind. Perfekt. Ja, so. Ich glaube, das wird nichts. Nee, es kommt immer aufs Gleiche hinaus, ne? So, da macht er immer, da hat er jetzt 20 Sekunden schon gemacht. Aber ist mir dreimal durch, ist der rum, wenn ich dreimal drücke. Genau so sehe ich das auch. So. Ich versuche mir gerade irgendwas dabei zu denken, aber... So, wenn ich jetzt hier noch einmal drücke, dann kommt er wieder auf 15 Sekunden. Dann ist er bei... Das passt nicht. So, jetzt wäre da schon mal richtig. Wir müssen mal kurz gucken, wenn er hier dreht, dann geht er da immer... Da geht er 20 und da geht er 15. Ne, wenn ich jetzt hier nochmal drehe, dann würde er da sein und dann würde er hier auf der 5 sein. Hm, einfach nur um zu testen. 2 und 5. 3 und 5, hä? Geht er da 25? Keine Ahnung, wir drehen nochmal hier. Oh, jetzt ist er wieder da falsch. Nee, das passt so nicht. Wir drehen nochmal hier. Komplett. Und dann nochmal hier. Drehen wir nochmal hier. Für mich sind das alles nur Glücksspiele.
Das ist wie, keine Ahnung. Okay. Passt jetzt nicht ganz, weil jetzt würde der zu weit sein. Ah ne, da ist er richtig, ja, aber jetzt ist er... Jetzt ist er hier noch... Oh, das war das Falsche. Das wollte ich nicht drücken. Kann ich wieder zurückdrehen? Machen wir nochmal neu. So, der startet hier so. So, damit bewegen sich der und... Ne, der und der, ne? Der da oben dann 20 und der... Oder andersrum? Der da oben 15 und der 20. Oder? Geht er hier auf die 6, genau, da oben wieder 15. Das passt. So, wir müssen den auf jeden Fall oben auf der 30 haben, dann können wir mit dem anderen den auf die 10 bringen. So, also hiermit wären wir jetzt quasi in der Position, wenn wir hier noch zweimal drehen, dann kommt er oben auf die 10. Wenn ich den da drehe, dann dreht er sich hier immer 15 weiter. Das wäre eine... Ja, so, wenn ich jetzt hier... Wir müssen mal gucken, dass wir es irgendwie so stoppen können, dass wir den schon dann auf der 4 stehen haben und der dann noch zweimal 15, also zweimal ein Viertel macht. Also müssen wir den, der muss da stehen bleiben, während der schon auf der 4 steht. Also so. Das müsste jetzt nämlich passen. Oh, perfekt. Ja! Man muss dem Spiel nur erklären, wie es sein muss, dann machst du das von selber. Ist doch super. Perfekt, perfekt. Ja, easy peasy. Puh. Oh ja, mein Gott. Ey, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so viel Gehirnschmalz hier heute aufbringen müssen. Tust du? Ich mache irgendwie nur, weiß ich nicht, ich drücke immer dreimal und dann habe ich immer ein Glück. Und ich jetzt reisen wir irgendwie in der Zeit zurück oder so. Oder wir haben einfach ein schwarzes Bild. Hallo? Tschüss. Funktioniere. Man hört was. Oder? Ja, ich glaube schon. Aber es passiert nichts. Wieso nicht? Wir haben es geschafft. Spiel kaputt gespielt. Oh nein. Wir waren zu schlau. Wir haben gewonnen. Ja, das ist dann das Ende von... Ich kann nichts. Das geht nicht. Oh Gott. Ja, ich glaube, dann beenden wir mal kurz die Aufnahme hier und gucken mal, was noch so wird. Also, ja, wir haben ja lange genug aufgenommen. Werden wahrscheinlich ein paar Folgen splitten. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. Warte, die Hand sieht man so halb so. Oh. Tschüss.